Ja, also den Titel finde ich ja sehr, sehr schmeichelhaft. Alchemist der Malerei. Sehr schön. Ja, das bezieht sich ja auch auf diesen James Elkin da, What Painting Is. Ne? Das Ja, na klar. habe ich auch als Anmerkung schon hier vermerkt in dem Text, also meinen Fragmenten, die ich jetzt habe zu deinem Text. Aber da wollen wir ja heute drüber sprechen. Und genau, ich wollte erst mal fragen, es gibt immer Canvas und Cotton. Also ich hatte mir immer Cotton notiert. Es hat auch so was Schönes von Segeltuch, ja, und Das ist auch wichtig. das Ich ist kenne, Cotton. ja, Canvas ist jetzt nur ein nicht benutzt. Hilfsmittel. Ja. Es ist nur einfach irgendwie reingerutscht, aber es ist alles Cotton. Alles Cotton, ja. Ja, seit 100 Jahren. Der Unterschied zum Canvas ist eben nicht Leinwand, sondern wirklich so Baumwolle, ja, so eine Ja, Baumwolle. das ist quasi ein Segeltuch. Wie ein Das ist Segeltuch, naja. sehr dicht gewebt und hält eben, das habe ich deswegen benutzt oder angefangen zu benutzen, weil ich diese Riesenladung von Farbe eben halt auf die Leinwand gebracht habe. Und das hält mit Leinwand, richtiger Leinwand, die dehnt sich dann. Aber wenn sie sich Ja. einmal gedehnt hat, dann zieht sie sich nicht wieder zusammen. Und das heißt, man muss da ständig nachspannen. Und Ja. bei dem Cotton muss man das nicht. Der Cotton ist wirklich flexibel und Ja. der ja, selbst Riesenladung hält er relativ gut. Auch Naja. der, und ohne dass er, es gibt manche, die Säcke gebildet haben, manche Arbeiten, die schon sehr alt sind und 30 Jahre Ja. alt sind, Ja. also Ausbeulung unten irgendwie entwickelt, aber die meisten sind stramm geblieben und haben das nicht. Ja. Also es ist eine ganz andere Materialeigenschaft, ne, dieses Cotton. Das nimmt Ja. mehr auf. Es ist weicher oder es hat irgendwas wie so ein geblähtes Segel. Sicher Ja, ein das ist vor Segeltuch. allen Dingen ist es eben halt nicht nur einfach, also so normale Leinwand ist irgendwie vielleicht ein- oder zweimal verkreuzt gewebt und dieses Cotton Duck ist eben halt richtig so gewebt, dass es also, das ist so dicht, da kannst du auch nicht Ja. durchgucken, kein Ah Licht durch, also ja. Ah wirklich ja. stabiles Zeug. Naja. Ich wollte dich auch mal fragen, so nach Dortmund und Essen und Köln. Also wie weit also du dich mit Dortmund verbunden fühlst. Ich meine, dieser Vorschlag, ich habe jetzt in Dortmund natürlich das Museum gesehen, also das ist schon sehr beeindruckend. Und dann gibt es natürlich dieses Ostwall, Museum am Ostwall, jetzt in diesem großen Dortmunder U, das ist ja quasi die ehemalige Brauerei. Und das ist natürlich auch fantastisch dort, ja, also die Räume. Und jetzt haben die Kollegen mir aber dort gesagt, also mit denen ich da zu tun habe, das ist ja erstmal der Direktor da, der Jens Stöcker und sein Sammlungsleiter, der Walda, der auch Rachel sehr gut kennt, sich noch erinnert, dass man erstmal Essen fragen muss. Das wäre unter Kollegen so üblich, du bist aus Essen und wenn die dann Nein sagen, dann würden sie sehr gern mit mir auch darüber sprechen, vielleicht sogar gemeinsam mit dem Museum am Ostwall an sowas zu arbeiten. Aber ich wollte dich eben mal fragen, wie weit du dich mit Dortmund überhaupt so identifizieren kannst. Also das war ja doch immerhin ein Ort des Studiums, aber auch der Lehren. Du warst ja also dort auch, hast ja dort auch unterrichtet. Ja, ich würde auch Und sagen, ja. dass mich wahrscheinlich, entschuldige, dass ich dich jetzt schon unterbrochen Nee, habe, nee. aber also ich fühle doch eher eine Verbindung zu Dortmund als zu Essen, weil in Essen bin ich einfach nur geboren worden und Ah. habe 10 Jahre verbracht oder 19 und das war's. Also ich lebe Ja. länger in New York, als ich je in Essen gewesen bin. Nicht länger, fast 26, ja, 26 Jahre. Und ich habe in Dortmund, glaube ich, fast so viel Zeit verbracht wie in Köln. Aber Ah. mit Köln verbindet mich natürlich mehr, weil ich in Köln halt gelebt habe. In Dortmund habe ich auch teilweise gelebt, aber meistens irgendwie an der Peripherie. Ich habe nie selber in Dortmund proper gelebt. Also entweder in Herdecke oder dann bin ich nach Münster gezogen. Münster, genau, auf dem Land, ne? Damit Ja. zu Ja. Münster, mit Münster verbindet mich eigentlich auch nichts, außer Ja. dem das Diesel fahren. Aber Ja. ansonsten ist da keine, ich würde sagen, Dortmund hat wahrscheinlich nach Köln irgendwie die größere Bedeutung, definitiv als Essen, keine Frage.
Ich bin, wie gesagt, dann erstens zur Schule gegangen. Ich habe auch ein Supplement-Programm irgendwie benutzt, als ich in der Lehre war, meine Apprenticeship. Da bin ich in die Vorgangsschule, habe ich einen Schriftkurs gemacht, also über mehrere Jahre actually, also quasi Kalligrafie. Und habe die Atmosphäre in der Vorgangsschule sehr genossen. Aber man kann nicht sagen, dass mich das irgendwie geprägt hat bis ja. Vielleicht das Konzept der Vorgangsschule, wo man eben halt so eine integrative Akademie hat, in der Musik, in der bildende Kunst eben zusammen war. Da fehlte eigentlich nur noch Philosophie, aber Tanz hatten wir auch. Ja. Und irgendwie, das war ein sehr schönes Konzept, das ich also auch nach wie vor im Kopf habe. Wenn ich mal irgendwie in diese Situation kommen sollte, eine Schule zu gründen, dann würde ich das so machen, dass es so ähnlich aussieht wie die Vorgangsschule. Das gesehen. Du, ja. Ja. Ja, vor 54 Jahren natürlich, nicht heute. Ja, ja. Etwas anders. Ja. Und Köln war dann schon der Ort, wo du als freischaffender Künstler gelebt und auch dich mit der Szene dort verbunden hast. Oder wie sind deine Verbindungen dazu, deine Erinnerungen zu Köln jetzt speziell? Die Szene, der Szene weiß ich nicht, aber ich habe mich nie mit irgendwelchen Szenen wirklich verbunden, ja. Weder in München noch in Köln. Aber ich bin immer irgendwie so eine Art Einzelkämpfer gewesen und immer für mich mehr oder weniger gewesen. Ich hatte auch immer viel zu viel zu kritisieren und viel zu viel auszusetzen an denen, die gerade auch hoch waren. Aber was auf jeden Fall richtig ist, ist in Köln, wenn man davon reden kann, dass man seine künstlerische Stimme findet, dann habe ich die Sicherheit in Köln gefunden. Mhm. Und nicht in Dortmund, auch sicherlich nicht in Essen. Mhm. Das war schon Köln. Also in den anderen Städten habe ich es probiert. Und in Köln kam dann irgendwie so eine Art Erleuchtung, irgendwie, dass es doch um die Welt der Wirklichkeit gehen müsse, aber eben halt kein Realismus sein kann. Und es eben halt auch zwar Gegenständen sein kann, aber müsste einfach, weil Gegenständlichkeit eine universelle Sprache in meinem Kopf quasi bildet, die ich nicht finde, in komplett abstrakter Form. Da fehlen die Bedeutungsebenen oder sind eben halt so weit gefasst, dass es dass es eben halt quasi nicht beliebig, ich will nicht sagen beliebig werden, aber eben halt doch eben halt sehr weit, riesenweit gefasst wird, sodass es eben keine konkreten Aussagen geben kann. Aber gab es da Kollegen, die dich da auch irgendwie inspiriert haben, Gespräche oder in irgendeiner Form Kontakte, die dir da geholfen haben oder dich da weitergebracht haben? Weiß ich nicht. Sicherlich gab es Auseinandersetzungen, sicher gab es Leute, mit denen ich gesprochen habe. Die meisten Kollegenkontakte hatte ich halt in Dieters Laden, in Tutti Paletti, dem Farbenladen, der dann auch sogar eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Da haben wir uns alle getroffen. Da haben wir, was weiß ich, Polke bis, wir haben alle darum bis eben, was weiß ich, Walter Dahn und was weiß ich, diese Leute waren alle irgendwann mal bei Dieter im Laden. Und, mich habe mit Dieter eben halt eine ziemliche Freundschaft verbunden, eine lange Zeit. Und von daher, da war, also von da hat sich so ziemlich viel entwickelt. Also weniger über die Galerienszene, weniger über die Partyszene, als eben halt über die, wie ich das für einen anständigen Maler gehört, über die Materialebene, auf der Fachebene sozusagen, wo man Fach simpelt und Erfahrung austauscht, ne? Also auch rein technischer Art, wie man so mit der Farbe Probleme oder wie man da was hinkriegt und was noch besser machen kann. So, ja, das kann ich gut verstehen, ja. Genau. Und jetzt natürlich die Frage, also klar, es war damals, die Malerei war wieder im Kommen, es gab wieder einen Hunger nach Bildern und es gab ja dann die
Vereinigung. Es gab ja dann auch eine Öffnung. Warum dann die Entscheidung, jetzt 95 Köln zu verlassen und nach New York zu ziehen? Das war ja immerhin doch ein Wiederaufleben jüdischer Kultur, und es gab in Berlin speziell eben Synagogen und Zentrum Judaikum und ein jüdisches Leben, jüdisches Gymnasium. Also es hat sich plötzlich wieder was entwickelt, auch natürlich durch die vielen jüdischen Bürger, die aus der Sowjetunion kamen. Was war der Grund? Was waren die Motivationen? Also das sind ja zwei Fragen. Also also zunächst mal muss ich sagen, dass das Entwicklung jüdischen Lebens in Deutschland, das kam schon mit einer gewissen Verzögerung. Das war 94 gab es nach wie vor, also 94 schon ein bisschen mehr. Aber du musst ja auch bedenken, die Entscheidung dahin zu gehen, ist ja schon, haben wir schon 90 oder 91 getroffen, wegzugehen. Ah ja. Ah ja. Und 91, da gab es in Deutschland 30.000 Juden, und die waren eben halt sehr zersplittert und sehr haben quasi ein Leben in, wie soll man sagen, ein Undercover-Leben mehr oder weniger geführt. Das ist also nicht so, das war nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein wirklich da. Die Juden waren immer da, aber irgendwie waren sie nicht sichtbar. Jedenfalls nicht. 90er, Anfang der 90er. Als wir weggingen, fing das dann an. Also 94, 95, wir sind 94 im Dezember hier hingekommen. Und da fing das, habe ich das auch gesehen oder gelesen, dass eben halt diese Bewegung so langsam anfangen würde. Aber das alles ist natürlich nicht vergleichbar, wenn man auch selbst heute, also die jüdischen Schulen in Berlin, wir haben ja an jeder Ecke, gibt es eine jüdische Day School und eine Yeshiva. Ja. Also man kann 3 Millionen Juden in New York nicht vergleichen mit 150.000 in Deutschland. Also. So gesehen, da gab es eine gewisse Sehnsucht nach dieser Infrastruktur natürlich, und auch eben vielleicht die Überlegung, dass man eben halt, dass man einerseits seine Identität leben kann, aber auf der anderen Seite, dass die Identität nicht im Vordergrund steht. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute erleben, wo Identität ja absolut im Vordergrund steht für alles Mögliche. Ob es nun irgendwie, ob ich nun farbig bin, ob ich queer bin, ob ich lesbisch bin, das ist die Identität, auf die sich alles reduziert. Und ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte eben halt einfach in der Lage sein, meine Religion zu leben, meine Identität zu leben, aber gleichzeitig einer von vielen, einer von anderen, einer von eben halt 170 verschiedenen Nationen, die wir hier in New York haben, zu sein. Das war mir wichtig. Ja. Und ist mir ehrlich gesagt immer noch wichtig. Also ich laufe nicht mit einem Schild um den Hals rum und sage, ich bin Jude oder ich bin dies oder ich bin jenes. Ja, das ist nicht der Fall. Das finde ich auch nach wie vor problematisch. Und wie weit spielt das eine Rolle jetzt für deine Kunst, für deine Auffassung von Malerei, für die Identität? Ja, die Identität, die jüdische Identität. Ja, Identität weiß ich nicht, ob das so eine sehr große Rolle spielt. Ich denke, was viel mehr eine Rolle spielt, ist eben halt das Wissen, was man sich über die Jahre angeeignet hat und über Wissen in Mystik, Wissen in generellen Zusammenhang. Also, aber ich glaube, sicherlich ist das jüdisch gefärbt natürlich bei mir, aber ich glaube, es ist auch einfach ein Alterungsprozess, dass man eben langsam, aber sicher Zusammenhänge einfach anders sieht. Das habe ich früher, ich war sicherlich mit 20, 25, 30, war ich das Modell Angry Young Man, der über alles sah war und jeder Situation explodiert ist. Und das hat sich alles eben, aber ohne eben halt die Dinge wirklich im Zusammenhang komplett zu sehen. Und das hat sich sehr geändert über die vergangenen 30 Jahre. Und ich denke mal, ich genieße das auch sehr, dass ich eben halt nicht mehr, dass ich sehr, sehr, also dass ich Zusammenhänge sehe auf eine andere Weise. Und das, da denke ich mal, spielt Judentum sicherlich eine gewisse Rolle. Also mein Wissen über bestimmte Dinge halt eine gewisse Rolle. Ja, ja.
Ich habe jetzt hier ein paar Bilder noch. Also das ist ja noch ein Bild von 88. Das ist etwas, was ich dann auch in den Sky Pieces wieder sehe. Diese Straßenbilder, ja, oder diese Wege. Das war ja auch der Titel von der Budapester Ausstellung, sozusagen ja. Einen Weg, auf einen Weg zu kommen. Wie schätzt du das ein? Also ich sehe da einen großen Zusammenhang. Ich sehe überhaupt also immer so eine Einheit. Es ist gar nicht so, dass ich da jetzt die Brüche so groß sehe, weil das ist ja noch vor Amerika. Und es erinnert mich dann an spätere Bilder, die jetzt direkt in New York entstanden sind, diese Sky Pieces. Ist das hier auch so eine Straßenszene? Ja, das war der Ich hatte ein Atelier in Köln in der großen Witschgasse. Ja. Und das war ein ehemaliger Teppler, Möbelladen, der hatte sehr große Schaufenster, die ich dann zugehängt habe, weil ich nicht wollte, dass die Leute mir da reingucken, alle Nase lang. Und da gab es eine Tür, die so schräg quasi, die quasi in einem vielleicht 70-Grad-Winkel zu den Schaufensterscheiben war. Und da konnte man runterschauen bis zum Rhein. Und da habe ich öfter rausgeguckt aus dieser Tür. Und daraus ist das entstanden. Das war dann so eine Einfahrt, da war eine Einfahrt. Und die Tür eben halt in 70-Grad-Winkel zu der Schaufenster und zur Einfahrt. Ja. Da eben halt runter konnte bis zum Rhein. Da habe ich Flut erlebt, der Rhein über die Ufer, zweimal. Also das war schon ein Erinnerungsbild, wenn man so will, für mich selber. Ja. Sehr genau erinnern an die Situation da zu stehen. Da gab es auch eine Nachttankstelle, die weit darunter war, abends irgendwie ein Bier kaufen konnte. Das ist da, wo ich, da hatte ich, ich weiß nicht, wie lange war ich in dem Atelier? 3 Jahre vielleicht. Also eine große Faszination für Großstadtlandschaft, ne? Aber gleichzeitig eben auch für solche Landschaften wie hier mit diesen kanadischen Mammutbäumen. Das ist interessant, so diese Parallelität. Ja, da war natürlich auch eine gewisse, Sehnsucht irgendwie mit drin, mit eingebaut in diesen kanadischen. Ich habe dann ja auch herausgefunden, dass die kanadischen Mammutbäume kann natürlich keine Mammutbäume gewesen in dem Sinne, sondern die, an der Westküste, die waren eben halt sehr klein im Verhältnis zu denen in Kanada, die ich dann später gesehen habe. Ja, ja, Kalifornien dann. Ja, da war so eine gewisse Sehnsucht irgendwie drin, denke ich mal, aus dieser deutschen Enge irgendwie rauszukommen. Und ich kann auch nur sagen, im Nachhinein, nach wie vor ist für mich dieses Land einfach, selbst in der derzeitigen schwierigen Situation, ist dieses Land für mich nach wie vor schon auch hat diese Konnotation von Freiheit eben nach wie vor. Die Idee, dass man sich sein eigenes Auto setzen kann und 3000 Kilometer fahren kann oder 4000 und dann auf der anderen Seite wieder an den anderen Ozean kommt, ist einfach fantastisch. Ja. Alleine das Bewusstsein reicht mir schon, um ständig in New York City rumzuhängen. Allein, dass man es kann, ja, die Möglichkeit. Ne? Ja, ich habe es ja probiert, also mit Inge, ich kann es gut, es ist schon ein unglaublicher Kontinent. Aber mich fasziniert eben diese Parallelität im gleichen Jahr, diese Winterlandschaft und dann diese Stadtlandschaft und dann aber wieder als drittes Moment jetzt diese Studien für eine Orgie, also wo es wirklich jetzt um Emotionen geht, um Sexualität vielleicht, um Sensibilität und um Aggressionen und also Explosionen, das ist ja wie eine Explosion. Ja. Das läuft ja auch alles parallel, also es ist jetzt 1990, ja. Wieder eine Serie. Ja, ich habe immer geglaubt, dass ich in der Lage sein sollte, mit dem, was ich da finde, eben halt in allen drei Bereichen, sowohl in der physischen, also die physische Realität sehen können müsse, als auch die psychische und als auch die geistige und so gesehen, also geistige Konzepte und diese Dinge, das hat in Köln
einmal in Köln, in den ganzen Jahren in Köln, habe ich einmal am Karneval teilgenommen. Mhm. Also die Kölner haben gerade die Irren am Karneval teilnehmen, 3 Tage betrunken und durch die Kneipen gezogen und nicht mehr so richtig gewusst am nächsten Tag, was eigentlich alles passiert ist. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann irgendwie so kristallisiert in diesen vier Bildern, die keineswegs mit dem Karneval alle zu tun haben, sondern wo es mehr um so eine Art, wie soll man sagen, Steigung, eine Orgie quasi, die sich eben halt am Ende zu einem Gewaltexzess eben halt entlädt, wie eben halt so häufig in vielen diesen. Ich habe immer eine gewisse Abneigung von Mengen gehabt, also Leute, so Mengen von Menschen, ja. Ja, immer sehr große Respekt und Abneigung vorgehabt. Und das ist so der Versuch, ich weiß nicht, es ist alles nicht bewusst abgelaufen, aber es ist sicherlich ein Teil, spielt damit rein, also diese Entwicklung, diese quasi inhärente Gewalt, die da drin liegt, also in diese inhärente Möglichkeit zu sagen, ja, der ist schuld und dann den totzuschlagen, wenn der schuld ist an allem. Und das irgendwo ist das in der, selbst schon in der Fröhlichkeit, beim Anstoßen ist das alles, ja. Das ist als Saatkorn ist das alles schon drin. Ja, die Unberechenbarkeit von uns selbst, ne? Das Animalische, was wir haben, und wir kennen uns, wir ahnen zwar, es gibt einen Punkt, wo man ausrasten würde, wenn man nicht vorher irgendwas dagegen tut, und wenn man in so einer Gruppe ist oder in so einer Masse oder in einer Demonstration, ist der Mensch wirklich wieder ein Tier und ist unberechenbar, ne? Wie Canetti das ja auch in Masse macht, also sehr eindrucksvoll beschreibt, und das Bild zeigt es unglaublich, ja, das ist wirklich eine Explosion, die da passiert. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann gibt es eben die Porträts. Ja. Das sind ja dann immer wieder Figur im Raum. Die machst du also eben aus dem Gedächtnis? Also du arbeitest nicht nach Modell? Du machst Zeichnungen erstmal? Ich mache Zeichnungen. Ich habe Skizzen gemacht. Also mittlerweile mache ich das fast überhaupt nicht mehr. Also ich mache kaum noch Porträts von anderen Leuten. Mhm. Aber da, zu dem Zeitpunkt, habe ich Zeichnungen gemacht, Skizzen, und habe dann anhand der Skizzen eben halt die Bilder gemalt. Also weniger, weil ich habe relativ früh irgendwie bemerkt, dass mich die Anwesenheit des Modells im Studio irritiert. Also ich versink dann zu sehr in der Person. Und das wird dann immer größer und immer größer in meinem Kopf. Und ich kann nicht die Distanz erreichen, die ich irgendwie gerne hätte. Und deswegen dann eben halt mit den Zeichnungen gearbeitet, mit den Skizzen gearbeitet. Ja, das sind Selbstporträts, genau. Die habe ich eigentlich immer weiter beibehalten bis heute. Machst du ja täglich, ne? Morgens, wenn du... Ja, habe ich eine Zeit lang gemacht, nicht mehr. Aber das Thema Selbstporträt ist eben halt jetzt auch gerade wieder in dieser Krise irgendwie aufgetaucht, wo ich eben halt dann in der sogenannten, in der quasi Isolationssituation eben halt immer, weil ich auch keine nicht großen Möglichkeiten hier in meinem Study hier habe, weil es halt relativ klein ist. Und dann habe ich halt so kleine Blätter, Selbstporträts, ja, jeden Tag, meine Stimmung quasi aufgenommen, sozusagen. Ja, das ist eine seismografische Selbstbeobachtung. Ja. Aber du kannst jetzt wieder ins Studio, also... Ja. Ja, ist kein Problem. Ich kann ins Studio. Das ist natürlich, ich hätte auch während der ganzen Zeit ins Studio gekonnt, aber es war eben halt, also ich hätte es machen können, aber es war mir halt zu riskant, weil man weiß halt nicht, wer da ist und wie ernst nehmen die anderen das. Und wir hatten ja auch die Maskenpflicht, kam ja auch erst im April. Also von daher war das gar nicht smart, nicht ins Studio zu gehen. Ja, und das ist eins dieser Skype-Pieces, das ist jetzt in New York, ne? Das ist der Wechsel 96, das sind
so wahrscheinlich erste Eindrücke von diesen Brücken, von der Fahrt durch diese Schluchten, durch diese Stadt, ja, die wir ja auch gemacht haben, von deinem Studio nach Hause. Und das knüpft eigentlich wieder an das erste Bild, so finde ich. Also, aber es ist nochmal eine andere, Dynamik. Also das ist jetzt wieder die Stadtlandschaft, die erstmal wahrscheinlich das erste war, was dich da gepackt hat, visuell. Und ja, ich denke natürlich, das ist ja natürlich auch ein gewisser Unterschied, wo ich eben halt die Farbe doch schon mehr als Farbe irgendwie und als wie soll man sagen, als eine selbstständigen Körper irgendwie gesehen habe, was ich dann auch in der Folge auch wieder verloren habe und dann wiedergefunden habe. Also es geht immer hin und her. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese Art von Arbeiten eben halt auch auf der Grenze so der völligen Abstraktion natürlich immer nur sehr gut funktionieren mit Landschaft. Ne? Mit Figur funktioniert das schon wesentlich schwieriger. Also wesentlich, es ist einfach anders. Also und mich hat eigentlich immer die Figur am meisten interessiert. Also Figur am meisten interessiert. Und das ist mir dann an irgendeinem Punkt auch langweilig geworden. Also ich habe irgendwie, einerseits ist das Interesse nicht mehr da gewesen, also an der, nicht das Interesse, sondern ich würde sagen, dieser Eindruck, den man, dieser unverfälschte, naive Eindruck, den man am Anfang hat von irgendetwas, was man nicht kennt, der hat natürlich einen Einfluss, einen ganz anderen Einfluss, als wenn man das schon gesehen hat. Wenn man schon gesehen hat und erkannt hat, dann wird es immer schwieriger, quasi diese spontane Reaktion darauf zu bringen. Und das ist ein kognitives Problem, denke ich mal. Wenn man in der Lage wäre, die Welt jeden Morgen neu zu sehen, also manchmal passiert es ja, manchmal hat man es, dann würden natürlich auch die Dinge irgendwie wahrscheinlich in der Malerei auch anders aussehen. Aber vieles glaubt man eben halt zu kennen und deswegen kann man nicht zu neuen Sichtweisen durchsetzen. Verliert dann die Schmerz. Aber es ist natürlich ein Bild, was schon so eben an der Grenze zum Action Painting ist, nicht? Und an der Abstraktion, wo die Farbe sich verselbstständigt. Und trotzdem sehe ich natürlich die Stadt. Ja, ich sehe schon so ein Stadtbild, das also sich eben auflöst und ganz frei. Ja, und dann kommen jetzt aber schon Bilder, die hinweisen auf The Gatherings. Ja, hier. Das hat mich überrascht hier, dass also 2000, ein Jahr vor diesem 9/11, es schon diese dicht gedrängten Gruppen von Menschen gibt, wo ich dachte, nee, Moment, das kann ja noch gar nicht zu Gathering gehören. Ich habe jetzt auch keine Titel gehabt. Ja. Und das fand ich schon mal interessant, diese dicht gedrängten Menschen. Und das ist, glaube ich, dein Hauptthema. Das ist, zeigt sich ja jetzt bis in die letzten Bildern, dass wirklich die Masse, die Menschen, die anonyme Gruppe in der U-Bahn, also hier bei Times Square, das ist ja, ne, das ist doch U-Bahn, das ist doch die Underground, Subway. Ja, C-Train, ja. Das ist ja alles noch vor 9/11. Ja. Das gibt mir aber schon so das Gefühl dieses von 9/11-Bildern da, von diesen Gatherings. Ja, aber ich hab den Fokus, das ist nicht so gemeint, aber ich habe den Fokus eben halt, es ist auch nicht so, es ist klar, im Nachhinein kann man sagen, es steuert dann dahin, aber im Grunde genommen habe ich meine Aufmerksamkeit von der groben Betrachtung der Stadt, nämlich der Stadtlandschaft, des Bildes, eben halt auf die Menschen irgendwie gerichtet, mit denen ich eben halt zu tun hatte. Einfach darüber, dass ich eben Public Transportation benutzt habe. Ich habe später dann, als das iPhone aufkam, in der U-Bahn gezeichnet. Und da habe ich auch teilweise sogar mit einem Skizzenblock in der U-Bahn gesessen. Aber die sind nicht nach Skizzen entstanden. Diese einfach frei aus der Erinnerung entstanden. Aus der Erinnerung. Du fotografierst auch nicht, ja? Oder machst du Fotos manchmal? Die sind alle aus der Erinnerung und quasi frei Material als, wenn man so will, als Erinnerungsbilder entstanden, ja.
Die sehen irgendwie, also der dritte von links oder von rechts, die erste und zweite, die sehen ganz wirklich so wie so Monster aus, ja, mit diesen Augen und so und diesen maskenhaften Gesichtern, ja, die ganz. Ja, in der U-Bahn, so wie im Fahrstuhl, tut man immer so, da wäre. Das ist einfach so. Man zieht die Persona auf, ja, diese. Ja, man tut so, als wäre ich da, ja, egal was passiert. Dann nur jetzt. Das ist einfach nicht das Verhalten in so einer Metropole. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt habe, aber es ist auf jeden Fall, es war die ganze Zeit so, also das ist mir sehr, sehr aufgefallen. Erstmal, dass die Diversität in der U-Bahn, eben, dass der Stockbroker genauso wie der Delivery Guy oder wie der Wohnungslose eben halt in der U-Bahn gefahren sind für einen Dollar eben von einem Ende der Stadt zum anderen. Und das war schon erstaunlich. Also die große demokratische, wenn man so will, Common Denominator, man eben der gemeinsame Nenner. Egal wie reich man war oder wie arm man war, man war mal in der Subway. Oder wir fahren alle Subway, ne? Das ist, ja, ja. Weil man einfach schon vorankommt. Ja, Und ja, ist das jetzt eins der ersten gewesen, dieses Diptychon, oder gab es schon noch frühere? Ich glaube, es gab noch ein früheres. Nee, das ist das erste, ne? Ja. Nee, Hauptwerk. Also die beiden, dieses Diptychon, das Hauptwerk quasi. Ja. Und das ist direkt entstanden am Ende des Jahres 2001, habe ich damit angefangen, weil ich mich auch irgendwie herausgefordert fühlte von der Situation, dass man da irgendwas drüber machen müsste. Und weil es so ein historisches Ereignis war, was ich damals noch nicht begriffen habe, aber doch irgendwie schon, weil im Grunde genommen war uns allen klar, dass sich dadurch einiges verändert. Was auch tatsächlich so passiert ist, was sich auch verändert hat. Blöderweise sind nur eben die negativen Veränderungen geblieben. Also die positiven Veränderungen, nämlich diese zum Beispiel, dass man eben als Community da zusammengekommen ist, und zwar nicht als diverse Community zusammengekommen ist, die wir alle davon betroffen waren. Ganz im Gegenteil zu heute, wo wir eben halt quasi die Communities wieder aufspalten und sagen, die sind davon betroffen, wir sind davon. Das ist Quark. Weil im Grunde auch dieser Coronavirus ist jetzt natürlich eine Krise, die auch alle betrifft. Und blöderweise haben wir nicht gelernt, irgendwie diesen Sinn oder diese Art von Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Krise, das mit aufzubringen, also das zu erhalten, sondern wir sind eben halt gerutscht in eine unglaubliche Zerspaltung des Landes, statt zusammenzurücken. Und alles andere, was sich eben halt als negativ entpuppt oder was negativ gewesen ist bei dieser Geschichte, eben diese erhöhten Security-Maßnahmen und was weiß ich, das alles haben wir beibehalten. Und das ist schlecht geblieben, obwohl es gar keinen Sinn macht. Aber das ist alles mit uns geblieben. Das Gute, was momenthaft da war, das ist alles weg. Und das ist schon interessant. Und ich sehe das jetzt auch hier in dieser Krise. Mehr oder weniger spielt das nach dem gleichen, ist das gleiche Playbook irgendwie. Die guten Momente, dass man aufeinander Acht gibt, etc., etc., all das wird irgendwie zerbröselt im Laufe der Zeit ganz schnell, und die negativen Effekte, die sind natürlich, die bleiben bestehen. Und jedenfalls, das war das Erste, ja. Also Gathering ist sozusagen, das bringt es genau zum Ausdruck, der Titel, ne? Dieses Zusammenkommen, also im positiven Sinne. Gathering, dass man also hier nicht isoliert da steht, sondern sich eben doch findet, das Kind, die Mutter mit dem Kind, die Menschen zusammenkommen. Es ist also jetzt nicht die Situation, dass die Menschen da in Panik auf dich zulaufen. Wenn du hattest das ja unmittelbar erlebt in deinem Atelier, hattest ja ein Atelier dort gehabt.
Und sondern es ist eher so dieses Zusammenrücken, ja, dieses ja. Im positiven Sinne Zusammenrücken. Ja, der Moment der Panik war ja auch nur kurzer. Also ja. Von dem ersten Einschlag des ersten Flugzeuges bis zum Zusammenbruch der beiden Türme waren es ja bloß ein paar Stunden. Und danach war einfach nur Konsternation, weil im Grunde, weil wir alles, was unterhalb von Canal Street lag, sah aus wie Downtown Road. Und alles, was überhalb lag, hatte überhaupt gar keine, gab es gar keinen Effekt. Da gab es keine, außer dass eben halt wir wahnsinnig viel Emergency Personnel irgendwie auf den Straßen hatten. Aber ansonsten gab es Uptown, hat man davon gemerkt, außer dem komischen Geruch, der manchmal hochgewabert war. Ja. War das eine sehr merkwürdige, auch surreales Erlebnis. Aber es war schon also ein Schock. Also du warst schon traumatisiert davon. Ich erinnere mich, als du uns da ins Museum geführt hast, dieses Memorial Museum, dass du da nicht reingehen wolltest, dass das zu sehr wieder triggert, wieder Dinge. Ja, ich bin da zweimal drin gewesen, habe mir das angesehen. Und es bringt einfach die ganze Situation wieder hoch. Und es war schon, ja, würde ich wirklich sagen, wir haben da alle, also ich denke mal, alle New Yorker, die hier waren zu dem Zeitpunkt, haben auch wie so eine Art PTSD-Störung und davon erhalten. Und das kommt auch irgendwie wieder hoch. Also das ist schon, gibt dann schon ein anderes Verständnis für Leute, die wirklich im Krieg waren und wirklich diese Dinge erlebt haben. Das geht nicht so einfach wieder weg. Das ist irgendwie, das ist da. Und Hat es eben eine Abkürzung gebracht, PTSD oder Post-Traumatic. Post-Traumatik-Syndrom. Und du hast es ja auch so erlebt, du bist rausgegangen und kamst dann in diese Wolke von Staub und was da alles. Ich war zum Zeitpunkt, als der erste Turm einstürzt, war ich im Times Square. Und ich bin nur runtergelaufen, weil ich sehen wollte, ob mein Studio noch da ist, weil da war mein ganzes Lebenswerk drin. Und bin dann runtergelaufen, also Subways gab es nicht mehr, das wusste auch nicht. Und bin dann runtergelaufen und da kamen mir eben halt massenweise Leute entgegen, die total grau mit Staub bedeckt waren, die gerade eben halt an dem ganzen geflohen sind. Und mein Studio war knapp über Canal Street, irgendwie ein Block über Canal Street. Mhm. Und dann war ich den ganzen Tag über da und habe mit meinem Landlord, der hatte einen Workshop zu dem Zeitpunkt und die hatten da unten gearbeitet und der kam mit seinem Truck da raus. Also nichts passiert, aber der ganze Truckbett war voller Papiere und Staub und Zeug, irgendwie, was aus den Türmen rausgeflogen ist. Also schon wahnsinnig. Ja, das kann man nicht anders sagen. Es hat uns sehr beeindruckt, keine Frage. Und auch die ganze, also nicht nur die Tatsache dessen, was passiert ist, eben halt auch, wie es eben halt passiert ist. Und das eben halt eine kleine Gruppe von Leuten mit sehr minimalem Einsatz im ungeheuren Effekt in einer der reichsten Länder der Welt und eben halt in einer der machtvollsten Städte der Welt irgendwie erreichen kann, was kein deutsches U-Boot jemals geschafft hat und was kein japanischer Kamikaze-Flieger jemals geschafft hat. Das haben diese Leute geschafft mit 300.000 Dollar Mitteleinsatz und das ist auch schockierend gewesen. Und es war praktisch dann, hat man dann die U-Bahn eingestellt sofort und den ganzen Busverkehr? Ja, die ganze Stadt war zu. Die Stadt war drei Tage lang zu, zweieinhalb, drei Tage. Dann am Wochenende danach irgendwie, ich glaube, 7 Tage war es schwierig, raus und reinzukommen. Das heißt, Leute, die geflohen sind, rüber nach New Jersey mit der Fähre oder so, die hatten keine Chance mehr wieder reinzukommen. Also die haben dann mussten dann kampieren für ein paar Tage. Wir hatten ja alles hier. Wir hatten einen Soldat hier, wir hatten Marines hier. Ich kann mich entsinnen, wie wir
aktuelle Fighter Jets über eine Staffel 4 Flugzeuge über New York über die Küste geflogen sind. Und das war schon, da habe ich schon gedacht, das ist der Krieg, ne? Das Krieg aus. Ja, ja. Es geht ja weiter. Ja. Und das ist dann eben Gott sei Dank eben halt nicht passiert. Aber gab es natürlich Gerüchte, dass da eine ganze Flotte von Flugzeugen unterwegs ist und bla bla bla. Es waren ja aber am Ende dann doch nur 4. Aber es hat schon gereicht, also um uns hier sehr, sehr unsicher zu machen. Hm. Ja, hier ist ja ein Bild auch, das direkt White Sky heißt hier. Das bezieht sich wahrscheinlich auf diese Wolken von Staub und... Nee, eigentlich nicht. Das ist eine Szene, die wir sind dann später... das ist ja alles zur Zeit... Hohen Feiertage, also unsere jüdischen Hohen Feiertage, das passiert. Und wir sind später dann im nächsten Jahr nach Maine gefahren, in 2002, für den Sommer und haben da, wie häufig eben halt auch, an diesen Powwows teilgenommen, also die, Native Americans, da gibt es eine ganze Reservation in Maine oder mehrere. Und da, wo wir waren in dem Bereich, gab es eben halt eine der dieser, das ist ein Stamm der, wie heißt die, Merrimacks? Nicht Merrimacks. Mhm. Aber sind irgendwie, nennen sich Keepers of the Dawn. Also die, das taucht auch als, das kommt als nächstes hier, genau. Keepers of the Dawn, hier. Ja, und das sind die, ist dieser Tribe, der am weitesten nach Osten quasi sein Stammgebiet, sein Stammesgebiet hatte und wo die Sonne eben halt als erstes aufgeht in Amerika. Und, das war deren, zu diesem Powwow sind wir gegangen. Es ging einfach, es ging hier spirituell einfach darum irgendwie, dass sich diese Strategien, um eben halt mit Verlust oder was auch immer umzugehen oder mit überhaupt generell spirituellen Strategien, also relativ doch gleichen in irgendeiner Weise. Also dieses Zusammenkommen und dann eben, ob es nun mit Trommeln und... Hier eine Trommel gesehen, ja, die gemeinsam mit, da Trommel. Ja, mit Trommeln oder Gesang ist oder eben halt mit Tora-Vorlesungen aus der in der Synagoge, der Unterschied ist nur graduell. Ja. Formen, ja. Das zu bannen sozusagen und damit umzugehen mit dem Trauma. Ja, ja. Da gibt es auch noch. Ja. Ja. Und White Sky, was bedeutet das dann in dem Zusammenhang? Das ist einer dieser traditionellen Songs von diesen Merrimacks. Die heißen anders, aber ich. Fällt es im Augenblick nicht ein, wie sie wirklich heißen. Aber das kann ich schon noch herausfinden. Ja, das ist jetzt wichtig, weil das hätte ich jetzt ganz falsch verstanden, dann den Titel und dann Rückschlüsse gezogen. Aber man sieht ja auch, dass es hier eher um ein Ritual geht, dass die also so Federn haben, da rechts tanzen und ein Ritual machen. Ja, das ist mir jetzt ganz klar. Ja, das sehe ich das auch. Ja. Dann gibt es noch zwei weitere, die so... Die hängen in einer Stiftung. Das ist natürlich schwierig, die zu finden. Aber ich guck mal, ich werde sie auf jeden Fall finden und die schicke ich dir dann mal. Ja, schön. Im Grunde genommen dazu. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich suche sie raus. Und ja. Ich habe sicherlich Images davon. Mhm. Ja. Ja, das war dann die letzte Arbeit von Common Ground, wo ich dann wieder angeschlossen habe an das, was ich vorher gemacht habe. Ja, das heißt, wo dann eben halt wieder quasi eine Subway-Situation irgendwie. Aber verändert oben, ne? Das ist eine veränderte Situation. Also jetzt sitzen nicht einfach nur Leute an der Bank hier, sondern man hat oben nochmal so eine fast V-förmig Figuren liegend oder wie auch immer. Das wäre ein Packnetz oder eine steht. Ja, das ist die Subway. Ja. Die Werbe,
nicht Tafel, sondern Leuchttafel. So quasi. Ah ja, so Werbung oben da, ja, ja. Also man blickt in den Waggon hinein, so, das ist ja, rechts, genau. Und dann sitzen welche und dann ist oben die Werbung und man schaut so wie so ein, ja, wie so ein Richter hinein in den Waggon rein, ja, ja, ja. Und dann gibt es hier Scotch and Orange, ist ja auch so eine ganze Serie, ja, auch. Ja, das ist im Grunde genommen eine sehr, sehr persönliche, beziehungsweise ein Blick auf mich selbst sozusagen, mhm, der immer noch zu tun hat mit dieser ganzen Krise. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich immer diese Fliegerkombis im Atelier getragen und die waren halt orange. Und ich habe jede Menge Scotch getrunken zu dem Zeitpunkt. Okay, ja. Das ist Scotch. Das ist praktisch so ein Overall, ja, so ein wenn man sagt, ja. Ja. Also hier sieht ja auch wirklich aus, als wäre man so abgestürzt am Boden und hier, ja, erkennt sich was. So. Das ist aber auch drüber. Ist schon heftig falsch interpretiert worden. Also Leute haben gesagt, das ist irgendwie meine Reaktion zu Guantanamo. Oh, wegen dem, ja. Wegen der Ohren, Jumpstuhl. Ja, ja. Nee, das war es überhaupt nicht. Ja, ja. Und dann gibt es hier die September Skies. Das ist. Ja. Aber es erinnert mich im September dann doch wieder auch an 9-11. Ne? Also, ja, war es auch. Ja. Durchaus ein Zitat des Ganzen, weil es eben halt, es war eines der ikonischen Momente in dieser ganzen 2000, in dieser ganzen 9-11-Geschichte war eben halt dieser blaue Himmel, der typisch ist für New York, für September oder für auch für Mai teilweise. Blauer Himmel. Knallblauer Himmel, der aus dem eigentlich, wo man nicht erwartet, dass aus diesem blauen irgendwie überschritten werden konnte. Und ein strahlend blauer Himmel an dem Tag. Ja, das war schon, und der September war schon absichtsvoll so, so genannt. Ja. Wow. Ja. Verwiesen. Also dann kommt ja. Ja, go ahead. Nee, das nächste ist dieses Dallas Barbecue halt, ne? Ist das eine Art Barbecue, also Picknickartig, ja, wo man zusammensitzt? Dallas Barbecue ist eine Restaurantkette. Ah ja. Der eben halt Texas Food irgendwie rausgegeben, also in der Tex-Mex Food. Ja. Das, ja, ja. Das ist da gab es eine Filiale auf dem Weg zum Studio, die ich immer gesehen habe. Und dann habe ich es einfach mal versucht, das zu machen. Irgendwie da eine komplexe Szene in diesem, eine komplexe Restaurantszene sozusagen zu bilden. Ja. Das ist richtig in einem Restaurant mit Tischen und so. Ja, ja, ja. Ja, aber durch die Scheibe gesehen. Ja, ja, toll, ja. 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 Und es war damals auch ein bisschen zu tun mit, da war ja die Wiederwahl von Bush und wo wir auch alle gesagt haben, es kann eigentlich sein, man müsste ja gelernt haben ein bisschen irgendwie, aber nein, haben wir nicht. Und dann ging es gleich weiter nochmal 4 Jahre und war ja der Texas Governor, also gesehen, ist das auch ein bisschen mehr. Ich bin eigentlich immer so unterschwellig, immer ein kleines bisschen politisch gewesen, aber das habe ich nie so in den Vordergrund natürlich gerückt, würde ich wahrscheinlich auch nicht wollen. Aber das war schon irgendwie auch Teil der ganzen Geschichte. Ja. Ja, das ist nicht plakativ, es ist nicht politische Propaganda oder sozusagen Aktionskunst, sondern es ist einfach enthalten ja in deinem Verhältnis zur Gesellschaft, zu Menschen und zur Zusammenhalt oder zu Auseinanderfallen, das ist eben Teil der Struktur. Das ist ja auch eine Frage, irgendwie, inwieweit die aktuellen Begebenheiten eben halt in
etwas hereinfließen, was ja quasi zeitlos sein müsste, wenn es Kunst ist. Also irgendwie, da ist ja immer ein Prozentsatz aktueller Genisse da, also die man nicht irgendwie weg. Ja. Bestimmte Bilder sieht man sofort, die sind 1950 gemalt worden oder 1920 gemalt worden. Das weiß man einfach. Das sieht man, ja, klar. Ja, die Energie, die da drin steckt. Und so gesehen, nur die Frage, wie hoch ist der Anteil von Reporting, also von Report, und wie hoch ist der spirituelle oder transzendente Anteil in so einem Buch? Das ist schon auch eine interessante Frage im Übrigen. Ja, aber es ist eine Auskunft über den Zustand des Menschseins oder der Gesellschaft. Ne? Das ist ja mal. Das kriegt eine Form hier in diesen Bildern. Und das ist ja gerade das Interessante. Das kann man gar nicht mit Fotos machen. Man kann auch mit Fotos viel machen. Man kann berichten, Wissen vermitteln darüber. Aber eigentlich das Sichtbarmachen von mentalen Zuständen, ja, von Gefühlen, von Schmerz, von Abgestumpftheit und so weiter, dieses Spüren, dieses also Mitteilen der Gefühle, die damit verbunden sind, das kann eigentlich nur die Malerei, das kann die Fotografie in der Form eben nicht. Ne? Das ist eine Dimension. Ja. Mhm. Die tiefer, also es geht einfach unter die Oberfläche sozusagen, unter das, was man sieht, was man mitteilt. Und dann gibt es die Strings hier, das... Ja, das ist so die, ja, wie soll ich sagen, ja, was mich da interessiert hat, ist der Moment, man bringt quasi durch deine eigenen Aktionen, man bringt quasi diesen, erzeugt eine Veränderung oder besser gesagt, eine Veränderung auch durchaus in negativer Form, von der man weiß, dass sie passieren wird, tut es aber trotzdem. Und der ist vielleicht vergleichbar mit dem Moment, wo man schon aus dem Fenster gesprungen ist oder von der Brücke schon gesprungen ist und dann aber sagt, Mensch, das war doch blöd, hätte es vielleicht doch nicht machen sollen. Aber man ist auf dem Weg nach unten und nichts in der Welt kann es mehr aufhalten. Und so sind eben halt, das ist in diesem im Grunde genommen der Auslöser dafür war das Retter Egel, also der Tanz ums goldene Kalb sozusagen. Mhm. Das ist so der Auslöser für die Geschichte. Und, also wenn die Stricke gerissen sind, ja, sozusagen, jetzt ist es... Man ist sich nicht bewusst, dass man Stricke in der Hand hat, mit denen man von der Maus herunterzieht, quasi. Und es ist dann auch so, es ist eben halt, unvermeidbar. Es ist einfach unvermeidbar. Wenn man bestimmte Dinge tut und in bestimmten Zusammenhängen tut, dann ist das Ergebnis unvermeidlich. Mhm. Genauso wie wir das heute sehen, diese Leute kann man durchaus vergleichen, quasi prophetisch, wenn du so willst, 15 Jahre später, heute, sind das die Leute, die eben halt nach wie vor in Bars gehen und fahren. Und der Governor, der die früher, zu früher Eröffnung der Ökonomie will, was na, diese Leute sind nicht in der Lage, die Realität zu erkennen. Hm. Und sind dann erst in der Lage, den Schlauch im Mund haben und künstlich beatmet werden müssen, dann sinkt es vielleicht ein, aber das ist schon zu spät. Ja. Das ist das Erwachen sozusagen, zum Bewusstsein kommen. Ja, das ist der Moment. Der Moment. Ja. Oh, Scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht. Ja. Aber zu spät. Also ein tolles Bild dafür. Ja. Das ist so erschreckend und so ein Abgrund, der sich auftut. Ja. Ja. Hat aber nichts zu tun mit den Sons of God, wo die auch da stürzen. Oder? Ja. Nee. Das ist völlig anderes. Aber ja. Interessant ist jetzt wiederzusehen und mit dir darüber zu reden, weil irgendwie, manchmal weiß man ja nicht, was man da tut. Irgendwie. Das ist, ich meine, der Titel führt auch nicht unbedingt in die richtige Richtung, also so gesehen, problematisch irgendwie. Aber es ist schon interessant, jetzt das so zu sehen. Ja, im Grunde genommen, es zeigt sich dann auch, diese Arbeiten von so einem längeren Zeitraum ansieht, dass man eben doch halt immer irgendwie
das gleiche Thema einfach hat. Das ändert sich vermutlich gar nicht. Und ja, es ist schon interessant. Also, ja. Man sieht schon diese Überdehnung, also man sieht schon diese Streifen, also man sieht ja. Sog, den Abgrund, also man sieht sehr viel, wenn man muss natürlich, deswegen ist so wichtig für mich das Gespräch jetzt, also ich möchte nicht da spekulieren, ja, sondern das ist sehr wichtig, nochmal so zu erfahren, ja, und dann quasi nochmal für dich ja auch die Bilder wieder anzuschauen, zu sagen, ja, das steht natürlich in diesem immer wieder kommenden Thema drin, ja, das ist wirklich sehr schön für mich, das so mit dir zusammen anzuschauen. Ja. Weil man ja auch die Bilder im Atelier gar nicht alle so da stehen hat, ja, wie man sie jetzt hier zusammen, wie ich sie jetzt hier zusammengestellt habe. Ja. Nur aus dem Gefühl heraus, das sind wichtige Bilder. Also du hast vielleicht noch andere, die du sagst, die müssen da noch rein, aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Und die Cold Cuts, das ist ja auch ein Titel gewesen für eine Ausstellung, kann ich mich erinnern, glaube ich, hier in Berlin bei Bergmann. Ja, das hat der Galerist da entschieden, dass er das Cold Cuts nennen wollte, weil er den Titel besser fand. Wobei, das ist so die Beobachterszene. Diejenigen, die eben halt schauen wollen, was da Grässliches gerade passiert ist. Und die eben halt in der, ja, die Beobachter oder die Gorka sozusagen. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an Shortcuts, ne? Also Altman und so, also Film-Situation. Ja. Und dann gibt es etwas, was ich jetzt nicht deuten konnte, PRB, New Carpet. Es ist PBR, das ist Carpet. Es ist eine Biermarke, die man... Ah, ja. Biermarke, ich weiß nicht. Also ich war immer fasziniert mit dem Vietnamkrieg. Und PBR, Pabst Blue Ribbon, das ist das, was die GIs in Vietnam getrunken haben. Also das war das billigste, was ich gab schon ein paar Cent. Und das ist aber auch das, was die Kultur eben halt trinkt. Und so gesehen ist es so eine, und das ist natürlich, es ist so eine Reminiszenz auf der 70, in die 70er quasi, wenn man so will. Mhm. Also auf dem Boden. Boden sitzen, so wie man das dann machte, ja, ja. Ja, und der ist natürlich auch blau. Und das ist, also, das ist auf jeden Fall, sind das die, das sind die kulturellen, wenn man so will, Verbindungen, die man erziehen kann. Ja, ja. Ja. Und jetzt kommt ja interessant, diese Sacra Convocatione, berühmtes Thema der Renaissance, mit der Maria in der Mitte und den beiden flankierenden Heiligen, die sich da in einem stummen, eigentlich keine Konversation machen, sondern einfach nur dastehen. Und das nimmst du jetzt auf hier in Klammern zu Coming Home. Coming Home ist natürlich ist ein Filmtitel, ein sehr berührendes Vietnam-Drama. Mhm. Und das habe ich zu einer Zeit gemalt, als der Libanon-Krieg irgendwie aufgeflackert ist. Und da ist eine Reaktion darauf. Es hat zu tun mit der israelischen Armee, hat zu tun mit dieser Nähe. Ich meine, wenn die diese Incursions machen in Libanon oder in andere Bereiche, um eben halt die bestimmte Leute da auszuschalten, die laufen quasi zurück, ne? Kommen sozusagen im Krieg zurück, nicht wie in Vietnam, wo man 20.000 Meilen fliegen musste, um dann eben halt in einer anderen Welt zu landen, sondern die laufen diesen Landstraßen zurück und kommen dann nach Israel proper und sind dann relativ sicher für die Zeit. Und das fand ich ist eine, ja, und
Und das sind Leute, die eben halt diese Dinge, die sie da tun müssen oder tun, nicht unbedingt gerne tun. Und in irgendeiner Weise das als, ja, das war eine Gegensatz. Ja, das habe ich mit vollem Bewusstsein so gemacht, ja. Sieht so aus, als wäre da so eine Feuerwand in der Ihnen, also aus der sie entronnen sind, sozusagen. Ja. Flach. Die kommen aus keiner glücklichen Situation. Die kommen so mehr oder weniger aus der Hölle. Ne? Ja, ja, ja. Und hier Gneiz und Mut, das ist ein Ja, das ist, weiß nicht, wenn du so willst, kannst du das als Kommentar zur Kommentar zur Finanzwelt sehen, wenn du so willst. Die sich da als Master of the Universe sozusagen fühlen und die natürlich they live it up, right? Und das war so der Auslöser. Ist auch interessanterweise 2008. War noch vor der Finanzkrise. Ja, ja. Nach der Finanzkrise war das dann nicht mehr, waren sie nicht mehr so die Nights. Aber es ist natürlich auch, ja, ich meine, das Konzept muss man sich ja auch klar machen. Irgendwie diese Leute, das, was im Mittelalter die Ritter waren, die Knights waren, die hatten zwar einen gewissen Ehrenkodex, aber darüber hinaus waren die auch einfach sehr, sehr rücksichtslos und waren sich auch vielleicht sogar Zusatz. Das war deren Existenz, es waren halt deren ihre Ausdrucksform war eben halt ihre massive körperliche Überlegenheit, ihre finanzielle Überlegenheit zu nutzen, um eben halt die Lords, die Master of the Universes zu sein. Das waren sie auch. Die haben nichts produziert, die haben praktisch nur das abgefangen oder So ähnlich ist es auch eben Finanzrittern, weil im Grunde die produzieren auch nichts und leben halt eben halt aus dieser Sicht der Dinge heraus. Ja, ja. Und die nackten Frauen, das sind sozusagen die Opfer, ne? die ausgezogen werden, die nichts mehr haben. Das ist die Dekoration, die Jungs brauchen. Ja, ja. Immer ein bisschen Nacktheit auch dazu gehen, ganz klar. Wahnsinn, ja. Ja, wenn das, ich meine, guck dir den Epstein an. Geschichte. Einfach ungeheuer. Und davon haben wir natürlich überhaupt alle nichts gewusst. Aber eben halt das ab unter in diesen Bereichen. Das ist einfach. Wo auch ein englischer Prinz ja verwickelt ist. Ne? Ja. Das ist ja auch. Ja. Das ist, weiß ich jetzt gar nicht, das. Ja, ist At the Gate. Das gehört schon zu At the Gates. Ach. Oder? Nee, du hattest, glaube ich, gesagt, das fällt ganz. Nee, da habe ich keinen Titel. Auch kein Jahr. Ich glaube, das heißt auch einfach nur At the Gates. Da gibt es keine. Wird auch so At the Gates. Ah ja. Gates-Bilder sind eigentlich alle. Haben alle nur einen Titel. Weil es sind jetzt auch, relativ viele. Und da gibt es kaum einzelne Titel. Also. Ein paar haben ja Untertitel dann nochmal. Also das muss ich zu At the Gates tun. Das ist jetzt, okay, da weiß ich Bescheid. Da hatte ich auch kein Jahr. Jetzt kommt nämlich das neue Kapitel hier. Ja. Fängt jetzt hier bei mir erst hier an. 2019, 18 eigentlich fängt schon an. 18? Ja, 18, 19. Das ist das erste Acrylbild, was ich gemacht habe. Das ist das erste? Ah ja, ja. Warte mal, Moment mal, ich habe da auch eine. Ich kann ja mal gucken hier. Das hier reingucken. 19. Ja. Ich hätte einen anderen Titel. Das ist egal. Ja. Ja, das ist das erste jetzt gewesen von diesem. Naja. Das ist das Acrylbild. So,
Ja. Also ich habe ja vorher, habe ich meine Pigmente in Öl gelöst und da habe ich angefangen, Acryl zu benutzen, was mich sehr befreit hat, kann man sagen. Mhm. Weil es flüssiger, du kannst schneller arbeiten. Ja. Nicht warten, bis es trocken ist. Du kannst. Ja, und die Farben sind natürlich brillanter. Es ist einfach in dieser wasserlöslichen Acrylbrühe, da sind die Farben, da bleiben die Pigmente ganz anders stehen. Also Blau ist wirklich. So ein Blau kannst du im Grunde im Öl. Mit diesem Pigment kann man so ein Blau nicht erschaffen. Das kann man nur schaffen, indem man Weiß reinbaut. Und das ist eine andere. Hat eine andere Konsistenz, ist einfach anders, die Farbe ist anders. Ich habe das teilweise mal gemacht, indem ich einfach Pigment so auf die Leinwand, auf die nasse, ölgetränkte Leinwand irgendwie geworfen habe. Dann hat das manchmal so ein bisschen diesen Effekt, aber keinesfalls in dieser Schärfe. Also hat was. Und ich war nie so ein Maler, der viel mit Farbe gemacht hat. Und das kam jetzt, kommt einfach da durch die Wahl des Mediums irgendwie, passieren da ganz andere Dinge. Und ich bin recht glücklich nach wie vor darüber, dass ich das Öl aufgegeben habe, um die Textur quasi. Aber geopfert habe. Ja, es gibt eine andere Textur. Es ist nicht mehr das Relief, es ist viel flüssiger, es ist sehr viel dynamischer und Sacher natürlich auch, ja, aber dann hat er trotzdem Tiefe. Das ist. Ja. Und der Dreck ist gemeint, das ist wirklich so ein Flüchtlingsdreck, ja. Das sind Migranten, das sind Leute, ja, die beladen mit ihrer Geschichte und mit Schleier und Büchern und Kinder. Ja, und quasi Eternal im Grunde genommen. Es können genauso gut, die Flüchtlinge aus Ägypten, die Kinder Israels aus Ägypten flüchten, als auch eben halt die Guatemala, die eben halt aus Südamerika flüchten, nach Amerika. Und das bringt ja eine Menge Fragen hoch. Was man machen kann und nicht machen kann und all diese Dinge. Ja. Aber es ist ein Thema. Ja. Und hier, da habe ich jetzt auch an den Filmtitel gedacht, Sentinel Doctrine. War das nicht ein Film und sogar eine Film-Fernsehserie? Weiß ich. Wem kannst du trauen? Ist der eine Film von 2006, Clark Johnson. Und das andere, Im Auge des Jägers, ist eine US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie mit 4 Staffeln, also 65 Folgen. Das schreibe ich jetzt mal auf. Also, da gibt es einen US-Army-Ranger, der allein in Peru seine ganze Truppe verloren hat und 18 Monate dort allein leben musste und überleben musste. Und dann... Wie heißt der? Der heißt James Allison. Ein US-Army, es ist eine reale Geschichte. Der hatte also mit amerikanischen Trupp, da war der in Peru und hat alle seine Soldaten verloren und musste da 18 Monate allein überleben und kam dann zurück, das ist eben alles im Internet zu finden, und kam dann zurück in seine in so eine Kleinstadt, wo er dann Polizeichef wurde und dann mit einem Anthropologen zusammen gearbeitet hat und dort dann plötzlich erkannt hat, dass er alle 5 Sinne in einer übersteigerten Form hatte. Und das erinnerte diesen Anthropologen an die Rolle eines Sentinel in den Stämmen, in den normalen, in solchen Stammesgesellschaften, der sozusagen der Beschützer des Stammes dann geworden ist mit seinen übernormalen Fähigkeiten und übernormalen gesteigerten Sinnen. Ja. Das passt eigentlich zu dem, was du erzählt hast davor bei den Gatherings, wo ihr dann da in, wo ihr dann da oben wart in Maine. In Maine, genau. Ja.
Also der Titel heißt The Sentinel Doctrine. Wacht, ja. Ist ja damit auch gemeint. Ne? Aber ja. Nee, der Filmtitel heißt The Sentinel einfach. Wem kannst du trauen? Ist die deutsche Übersetzung von 2006. Okay. Das andere ist später. Den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ja, nee, worum es, ja, klar, es ist schon so, das ist genau, worum es geht. Weil der ja auch so einen Stab in der Hand hat, ne? So ein, ist ja auch wieder eine Dreierkonstellation, oder? Da ist auch ein vierter, weiß man nicht. Ja, drei spielt irgendwie eine Rolle bei mir. Und ich habe mich häufig gefragt, was so ist. Und ich denke, es hat irgendwie damit zu tun, dass ich irgendwie als Einzelkind aufgewachsen bin mit zwei ziemlich starken Persönlichkeiten. Und, aber im Atelier drüber gesprochen. Ja, ich erinnere mich. Ja. Nein, das ist irgendwie da immer wieder mit reingerutscht. Ja. Aber drei ist schon eine interessante Kombination auf jeden Fall. Natürlich auch in vielen anderen Zusammenhängen, klar. Dreifaltigkeit, ja, aber Eltern und Kind, so, ich bin ja auch so aufgewachsen. Ja, okay. Da habe ich meinen Halbbruder, meine Halbschwester kennengelernt. Du weißt, was ich meine. Ja. Naja. Und wie kommst du auf den Titel jetzt? Also Sentinel ist natürlich der Wachposten und Doktrin ist sozusagen die Wachposten-Denkweise oder Doktrin. Ja, man muss eben halt diese Threshold, die wird halt bewacht. Das ist so, egal ob das ein Threshold ist ins Unbekannte. Ja. Weil Leute, die LSD genommen haben, wissen, dass das bedeutet, man stößt ja eine Tür auf. Hm. Und vor der Tür, die kann man nur aufstoßen, wenn man eben halt mit diesen Leuten fertig wird, die eben an der Grenze steht. Also diese Tür geht nicht einfach automatisch auf. Hm. Und so gesehen, also, es gibt auch einen Grund dafür, warum diese Tür nicht einfach so aufgeht. Vielleicht ist der Grund auch, um seine Vernunft zu bewahren oder seine Standfestigkeit auf dem rationalen Gehäuse zu bleiben, rationalen, überschaubaren Welt, genau. Die man abmessen kann und die man genau, das gibt einem dort eine enorme Sicherheit. Und da geht schon, ja, das ist genau der Punkt, diese Wächter, die halt da sind. Und mit denen man endlich... Die sind in einem selbst ja drin, ne? Die waren... Ja, natürlich, mit denen muss man halt verhandeln. Also wie auch immer, jedenfalls, wenn man daran vorbei will, muss man irgendwie mit denen verhandeln oder muss dafür sorgen, dass sie irgendwie zur Seite treten. Genau, es ist die Grenzüberschreitung. Hast du auch an Kafkas Parabel gedacht, dem Versuch eines Mannes vom Land in das Gesetz zu gelangen? Und der Mann erfährt von einem Türhüter, der davor steht, dass es möglich sei, aber nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Er wartet darauf, dass ihm der Türhüter Einlass gewährt. Tage, Jahre, am Ende sein ganzes Leben. Ja. Und er versucht sogar, den Türhüter zu bestechen. Er bittet sogar die Flöhe im Pelzkragen des Türhüters, ihm da zu helfen. Ja. Aber am Ende, dann der Türhüter eben da ihm zu helfen, aber alles ist vergeblich. Und kurz bevor der Mann vom Lande stirbt, fragt er den Türhüter, warum es in all den Jahren niemand außer ihm Einlass allein verlangt hat. Der Türhüter antwortet, dieser Eingang sei nur für ihn bestimmt gewesen. Er wird ihn schließen. Das ist so für mich so die Geschichte mit dem Tür, ja, also mit dem Tor. Ja, ich hab Kafka, ich habe extensive Kafka gelesen, aber als ich jung war. Also wenn es irgendwie eine Rolle gespielt hat, dann nur unbewusst. Aber ich habe alles von Kafka verschlungen. Ja. Zwischen 18 und 25 habe ich alles von Kafka gelesen, was ich kriegen konnte. Mhm. Ja, es ist die Absurdität und eine tiefe Wahrheit in dieser Absurdität. Spielt dann wahrscheinlich auch doch bei dem Titel noch mit einer Rolle vielleicht, ja? Also zumindest kann gut sein. Eine Erinnerung oder als unbewusste
Durchaus möglich. Ich meine, ich kenne die Geschichte natürlich und ja, es ist durchaus möglich. Ja. Aber es ist wieder eine andere als die von vorhin. Ja, ja, klar, von der Grenzüberschreitung. Das existiert nicht mehr. Nee, das war, es ist eine misslungene, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar das, worauf die Sentinel-Doktrin draufgemalt ist. Kann durchaus sein. Ah ja. Das ist jedenfalls das gleiche Format. Ja. So. Ja. Das geht jetzt nicht. Okay. Ja. Naja. Ja, und jetzt kommen wir zu Songs of God. Genau. Da habe ich hier an, da musste ich an Goltzius denken, ja. Diesen Niederländer. Ja. Das sind diese Götter, die er. Moment, ich habe sie doch hier. Goltzius, ja, das sind die gescheiterten Himmelsstürmer. 4 gescheiterte Himmelsstürmer, also Halbgötter, die vom Himmel stürzen. Angefangen natürlich, da ist natürlich Ikarus dabei. Und ja, also diese ganzen vom Sonnenwagen sozusagen, ist der Tantalus, der Ikarus, Phaeton und Ixion. Das sind alle 4 in so Rotunden. Hat er die dann gestochen nach Gemälden, die allerdings verloren gegangen sind. Aber über Goltzius sind sie erhalten, also sind sie auf uns überliefert worden. Und das sind die anderen beiden, der Ikarus hier. Und also an die musste ich denken, als ich das gesehen habe. Hier sind sie sozusagen alle 4 auf einmal gestürzt. Ja, interessant. Also nicht, dass das irgendwie bewusst gewesen wäre. Also, dass es 4 sind. Aber 4 ist natürlich eine Zahl, die eine ziemlich tiefe, ja, eine spirituelle Bedeutung hat. 4 zählt in der Kabbalah quasi als alles, was im natürlichen Rahmen möglich ist. Also die Extension, es gibt einen Mathematiker, einen jüdischen Mathematiker, der ist einen türkischen jüdischen Mathematiker, der ist mal, der quasi die Welt von 1 bis 4 erklärt, nach diesen Zahlen. Und 4 ist die größtmögliche Ausweitung der realen Welt. Also mehr als 4 gibt es. Wenn in der Tora steht, der ist mit 400 Kriegern, dann heißt das, das war eine Armee, die war so groß und die war so bedeutungsvoll, wie sie noch nie die Welt gesehen hat. Also alles quasi, allem, wenn man so will. Und 4 ist eben halt auch, oder 1 bis 4, es macht er auch fest, das ist natürlich alles auf hebräische Begriffe, auf hebräische Buchstaben zurückzuführen. Mhm. Ja, immer auch eine Zahl sein können und ein Buchstabe, nicht? Und dann auch Bedeutung haben. Genau, zum Beispiel Maim ist, das heißt Wasser und das ist eben halt 40, 1, 40, 1, 10, 40. Und die Idee, also Leben, Wasser ist 1, 4, das heißt, es ist die größte, alles besteht quasi zu großen Teil aus ohne Wasser. Kein Leben. Und diese Zählweise beeinflusst mich natürlich irgendwie auch unbewusst und ist eben halt auch einfach im Kopf drin. Also alles, was mit 4 zu tun hat, 4, 40, 400, das ist eben halt zum Beispiel das Wort Blut, Damm, ist 440. Mhm. Was schon auch klar macht, dass es eben halt der Lebensstoff, wenn du so willst, und die größtmögliche und die Komplexität von Blut eben halt enorm. Also bringt alle Nährstoffe durch in alle Organe etc. etc. Und das ist die größtmögliche, Und Adam ist eben vom 1440, das Mensch 1440. Also kommt von Gott und wird dann 440 die größtmöglichste Entfernung
von 1 quasi ist 4. Weiter geht nicht. Jedenfalls nicht in dieser, nicht in der, in der physischen Welt. Und alles, was auf 5 ist, dann schon irgendwie der nächste, die nächste Dimension, wenn man so will. 5 gehört nicht mehr in die physische Welt sozusagen. Also, so gesehen sind das 4 aus einem bestimmten Grund, ja. Aber dass es auch die 4 sind, die eben abgestürzt sind, ist natürlich eine gute Geschichte. Ja, auch, gehört zur Mythologie, also zur antiken Mythologie. Ja, natürlich. Eine wichtige Figur, die Himmelsstürmer, die eben gescheitert sind, ja. Also die entweder der Sonne zu nahe kamen, wie Ikarus, oder in irgendeiner Weise sich ihre Kräfte überschätzt haben und mit der Natur, mit dem Kosmos in Konflikt geraten sind und abstürzen. Ja. Ja, ja, hier geht es, ja, natürlich. Also das ist auch, ich bin sehr, es freut mich sehr, irgendwie all diese verschiedenen Assoziationen irgendwie zu ermöglichen, weil darum geht es ja eigentlich auch. Es geht ja darum, irgendwie um die Dinge mal sich für sich selbst ein bisschen zu klarifizieren. Und so gesehen ist das natürlich auch klar, dass diese Dinge da alle mit reinspielen. Keine Frage. Mein Auslöser war einfach diese enigmatische Passage in der Tora, wo es sagt eben, dass zu diesem Zeitpunkt noch die Nephilim eben halt auf der Welt waren und und das Problem, was sich eben halt auftat, war eben, dass die Söhne Gottes mit den Töchtern des Menschen zusammenkamen. Und das Probleme. Und das war der Auslöser, und natürlich habe ich auch eine ungeheure Freude daran gehabt, diese Figuren zu machen, die auch diesen Sinn des Fallens irgendwie aus verschiedenen Perspektiven übermitteln. Hat vielleicht auch viel mit, hat auch mit Arroganz zu tun, sicherlich mit. Aber es sind hier in dem Sinne die Söhne Gottes, die auf die Erde fallen, also die vom Himmel fallen und sich dann vermählen mit menschlichen Frauen. Mit den Töchtern, den Töchtern sozusagen, ja. Den Töchtern von? Den Töchtern des Menschen, also Adam. Ja, also von Adam, ja. Ah, ja. Das ist vor der Flut noch, das spielt alles noch vor der Flut. Daraus kommt dann ein Geschlecht, was auch nicht besonders erfolgreich ist, aber was dann auch nicht mehr existiert. Und dann gibt es irgendwie eine Geschichte, ein Midrasch, glaube ich, der sagt, dass, in der Story von Jakob, als er sich niederlegt zum Schlafen und eben halt die Jakobsleiter sieht, ne? Also diese Leiter. Ja. Das sagt es im Original, im Original in Hebräisch, sagt es dann, dass die Engel aufsteigen und absteigen. Mhm. Natürlich müsste er die Engel absteigen und aufsteigen sehen, weil wo kommen die Engel her? Kommt von oben und geht wieder. Ja. Er aber sieht sie auf und dann absteigen. Mhm. Und darauf sagt der Midrasch dann, das sind die, die damals auf der Erde geblieben sind, die konnten nicht wieder zurück, die hatten keine Chance, wieder zurückzukommen. Und das war die erste Gelegenheit, wo eben halt diese Engel quasi wieder zurückkehren konnten. Also das war die erste, die Möglichkeit darüber, dass diese Leiter da entstanden, zwischen Erde und darüber konnten dann zurückkehren. Deswegen sagt das erst auf und dann ab. Ja. Das ist natürlich die Geschichte überhaupt nicht. Also aus dem Alten Testament ist in der Kabbalah, ja? Oder? Nee. Das ist ein Midrasch. Aber das erst auf und dann absteigen, das steht so in der Tora. Das steht im Alten Testament so. Ja, im Alten Testament. Aha. Ja, also nicht ab und auf, sondern dann. Aber die Geschichte jetzt mit den Sons of God, die sich mit den Töchtern von Adam verbinden, das steht nicht in der Tora. Ne? Das ist doch, das steht auch in der Tora. Das steht auch im Alten Testament jetzt. So wie das steht im Alten Testament. Da kriege ich dir sogar auch die... Ja. Was ist die Quote? Da müssen wir eben gucken. Ich habe die meiner Mutter noch mal
ganz vorgelesen, als sie so zum Sterben ging, aber ich kann mich trotzdem nicht mehr erinnern, ja. Abend für Abend, ja. Genesis 6.4. Ah ja. Also, ah, ja. Und 6.2. Genesis 6.2 und 6.4. Ah ja. Toll, das muss ich mal nachlesen. Hm. Und wie kamst du jetzt darauf? In welchem Bezug jetzt steht es ja, zu deiner Gegenwart, jetzt zu dem diese Thematik? Schwierig zu beantworten. Ich weiß, vielleicht ist es irgendwie, vielleicht gibt es irgendwie eine neue Form von. Nee, also das muss ich ehrlich sagen, das hat einfach angefangen darüber. Da habe ich auf Instagram ein Foto gesehen von einem Gemälde, riesengroß. Mhm. Also es war riesengroß, dieses Gemälde. Und ich habe da dieses Bild drin gesehen, so oder ähnlich. Ich habe gesehen, da sind stürzende Figuren. Und wow, habe ich gedacht, das ist ja wahnsinnig gut, was dieser Mensch da gemacht hat. Mhm. Und da habe ich aber, zeige ich das Rachel und sage, ja, das ist eine blöde Kopie von einem Van Gogh-Blumenstrauß. Also, das ist eben halt sehr groß gemalt. Und habe aber den Blumenstrauß nicht gesehen. Mhm. Und ich habe halt diese Figuren gesehen. Und das war wie so ein, das war quasi wie eine, wie so ein Schlag irgendwie. Und das machen. Und daraus sind dann eben halt die Söhne Gottes geworden. Es ist ein ungeheuer starkes Bild, ja. Ich meine, auch für unseren ganzen Zustand im Moment, wo es gefühlt hat, überall stürzt alles ab, ja. Es ist alles, was die Gesellschaft noch zusammengehalten hat. Man kann ja nicht für alles die Polizei holen, ja. Also jetzt fängt ja auch an in Stuttgart, nachts fangen die plötzlich an zu randalieren, die Polizei mit Flaschen zu bewerfen. Also bei uns ist es genau umgekehrt, da ist die Polizei bedroht, ja. Und jetzt in Frankfurt gestern Abend, man ist völlig ratlos, ja. Leute sitzen zusammen und fragen sich, was ist da los in der Gesellschaft? Ja, Leute, die hier leben, plötzlich, es hat gar nichts mal mit Migrationshintergrund nur zu tun. Es ist einfach alles außer Rand und Band, wie meine Mutter sagen würde. Ja. So, es ist irgendwie, ja, alles irgendwie hat keinen Halt mehr. Ja. Es gibt keinen Konsens, der irgendwie noch sagt, Leute, hier wäre doch mal vernünftig. Ja. Es ist, ja, es ist auf staatlicher Ebene, auf der persönlichsten Ebene. Ja, ich denke, wir können uns dafür bedanken bei den Postmodernen. Wir können uns bedanken bei den wunderbaren postmodernen Philosophen, die uns das Ganze so zusammengeschrieben haben und gesagt haben, jetzt gibt es keine Geschichte mehr und jetzt gibt es gar keine Werte mehr und alles ist Autor mehr, es gibt keine, ja, du selber bestimmst deine Wirklichkeit und das ist, was du sagst, ist Wirklichkeit, Peng, aus, Ende. Und Freund, der in Berlin Philosophie unterrichtet, am jüdischen Gymnasium. Und er ist einfach fasziniert mit Leuten, die irgendwie glauben, dass sie selbst Physik interpretieren können und sagen können, das ist so nicht, aber ich das nicht will. Und das ist völlig, es ist völlig normal heute. Und heute steht in der Zeitung ein israelisches Paar, also er ist jetzt nach England gezogen, weil sie eben da Probleme hatten, sich zu registrieren, weil er hat 3 Kinder auf die Welt gebracht, ist aber ein Mann, besteht darauf, ich bin Vater. Dann musste er sich als Mutter registrieren und als Vater. Und sonst wäre er nicht, hätte er nicht die Hilfen bekommen. Und so, wir mussten 3 Monate warten, bis überhaupt die Kinder anerkannt worden sind, weil er jetzt unbedingt ein Mann sein will. Erst war er lesbisch, dann wurde er ein Mann und dann sagt, ich bin aber natürlich auch, ich gebäre Kinder, das ist doch ganz normal, hat einen Bart, einen Vollbart und so weiter. Und es ist ein Riesentheater, eine Riesendiskussion. Es gibt 1 Million Follower, er hat die Bilder natürlich sofort ins Netz gestellt und genießt das offensichtlich, ja. Also, natürlich, Aufmerksamkeit ist natürlich die große Droge. Aber ich, also, das ist ja, das Ganze ist eben halt so absurd geworden, man hat eigentlich gar keine Worte mehr dafür. Und wenn dann jemand kommt wie die Rowling und sagt, ja, irgendwie... Ja, ist genau. Wir hatten doch mal das gute Wort Frau, der menstruierende Wesen. Ja, sei doch Geschlecht irgendwie auch irgendwas, was bei der Geburt bestimmt werden würde. Ja. Ein Riesenaufschrei.
Wobei man ja, einfach nur verkürztes Denken da stattfindet. Ja, klar gibt es Geschlechterrollen, ja klar gibt es Gender und na klar gibt es das, dass man das ausdehnt. Aber im Grunde genommen geht es doch um nichts anderes, als dass man mit dem, was man eben halt, die Karte, die man gezogen hat, dass man mit dieser Karte bei der Geburt gezogen hat, bei der Geburt zu den Eltern, die man, zu denen man geboren worden ist, zu dem Land, in dem man geboren worden ist, zu dem Kontinent, auf dem man geboren ist, dass man mit dieser Karte ja wohl irgendwie umgehen muss. Aber dann kann ich sagen, ich habe die Karte, die Arschkarte, ich bin das Opfer von Anfang an, das Opfer. Und selbst wenn das wäre, dann muss man trotzdem mit dieser Karte irgendwas machen. Genau. Und das zu sagen, nee, das ist jetzt so und das ist alles schlimm und es kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Und das ist völlig verloren gegangen mittlerweile, die Idee, dass man sein Leben tatsächlich nicht nur selbst interpretieren kann, sondern man kann es auch selbst gestalten. Und man hat sogar die Wahl. Ja. Genau. Aber was sagen denn die Kinder dazu, sage ich mir? Wieso müssen die jetzt zwei Väter haben? Die sind ja vielleicht auch gerne eine Mutter, ja? Und so. Also daran wird dann gar nicht mehr gedacht. Ne? Das ist schon gar nicht mehr. Die werden wahrscheinlich Massenmord, die Kinder. Die geben mir aber so das wieder, ja, diesen Zustand, diesen Bodenlose, dieses Fallen ins Nichts, ja. Es ist kein Halten mehr, es ist kein Nirgends mehr. Es ist schon ein unglaublich starkes Bild. Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt nichts der Vergleichbares. Aber interessant ist natürlich der Ursprung auch, klar, die Herkunft. Ja. Ja, es freut mich natürlich sehr. Wobei, wie gesagt, ich denke, dass das Schlimme an dieser ganzen Situation, um dann nochmal darauf zurückzukommen, in der wir uns heute befinden, ist einfach die auch, was ich sehr stark, persönlich sehr stark empfinde, ist, das ist alles ohne Not. Das ist alles entstanden ohne Not. Ja. Wir sind eben in der reichsten Gesellschaft, die es je gegeben hat. Alles ist ständig überall available. Wir können, wenn ich jetzt Lust auf Shrimps habe, dann brauche ich nur den Telefonhörer zu nehmen. Bumm, sind die Shrimps hier vor der Tür. All diese Dinge sind unprecedented. Das hat es noch nie gegeben. Und die Mehrheit der Bevölkerung, im Westen zumindest, lebt in einer absoluten, fantastischen Situation. Schwarze hatten noch nie so viele Rechte wie heute. Frauen hatten noch nie so viele, alle gleichberechtigt. Klar gibt's Streit, klar gibt's Ärger, klar gibt's auch natürlich, wenn ich schwarz bin, in einem schönen Auto durch die Gegend fahre, werde ich angehalten von der Polizei, weil die annehmen, dass ich das geklaut habe. Und das ist alles unangenehm, das sollte auch beendet werden. Aber dieser Schwarze hat die Rechte, die Polizei zu verklagen. Und all das ist alles wesentlich besser, als es noch vor 50 Jahren war. Oder gar nicht reden vor 100 Jahren, aber vor 20 Jahren. Das ist alles wesentlich besser. Aber wir kommen an einem Punkt an, wo wir sagen, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und wir schießen einfach über das Ziel hinaus. Und dabei riskieren wir all den ganzen Fortschritt, den wir die ganzen Jahre erreicht haben, den riskieren wir dabei. Das sieht man in diesem Land ganz fantastisch. Das ist genau da, sind wir an der Grenze, wo wir das alles aufs Spiel setzen. Wofür? Wofür? Wo sehen wir das jetzt? In welchem Land? Hier in Amerika. Hier Amerika, ja, ja. Absolut an der Grenze dessen. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das gehört auch irgendwie noch in diesen in diese Idee mit rein, also die Flagellants, die Idee, dass man darüber, dass man sich selbst bestraft, irgendwie die Dinge ändern könne. Jetzt sind wir eigentlich fort mit den Sons of God hier, ne? Ja, diese Selbstbestrafung, der religiöse Fanatismus ja auch, ne? Der dahinter steckt hier. Ja, den haben wir ja mittlerweile, der politische Fanatismus ist ja quasi religiöser, Natur. Mit diesem Wort kann man auch reden. Also egal auf welcher Seite, ich kann mit Leuten, die mir, die, was den Freund von mir,
ja, also letztens irgendwie hatte konfrontiert worden mit einer Frau, die hatte ein T-Shirt an, irgendwie, dass nicht nur Black Lives Matter, sondern Black Transgender Women's Lives Matter. Ja? Also du bist nicht nur schwarz, nein, du bist auch noch transgender. Und deswegen bist du in der Superkategorie der moralisch-ethischen Führung. Und die dann auch natürlich auf Krawall gebürstet war und gleich sagt, findest du das nicht wichtig? Und das sagt ja, nee. Genau. Es wird immer mehr verfeinert. Und ja. Auf der anderen Seite gibt es die Populisten, die also nun drauf dreschen und genau ja. Darauf warten. Und die Minderheitenrechte, die immer wichtiger sind und ja wichtiger werden. Und die anderen sagen, wo bleiben wir Majority Society sozusagen? Das ist das Problem, was wir hier haben, vor allen Dingen mit dem Osten. Das empfinden die natürlich als vollkommen pervers. Und die haben das ja alles nicht mitverfolgt, ja, diese französische neue Philosophie der 80er Jahre und so weiter, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Also die postmoderne Auflösung. Ja. Und das sind aber immer wieder die drei, genau, hier auch, ja. Ja. Und dann die Ideopolis ist sozusagen die Ideologie, ne? Das sind die Leute, das sind die, die nicht mehr gerettet werden können. Das sind die, die ohne Maske in der Pandemie laufen. Das sind die, die einfach nicht mehr mit denen man einfach, wir haben den Kontakt mit denen verloren. Ja. Wir sind so voller Feuer. Dass da geht nichts mehr. Das ist aber auch gleichzeitig sind es auch die, die eben halt, wie gesagt, diese Frau mit ihrer T-Shirt-Aufschrift, die eben halt auch darauf wartet, irgendwie diese Auseinandersetzung. Und es ist das Gleiche. Ja. Das ist nur von der anderen Seite, aber es ist das Gleiche. Ja. Und das ist schrecklich irgendwie. Und das Ganze, die Vernunft ist völlig Ratio, existiert nicht mehr. Das ist völlig. Ist uns leider ganz abhandengekommen. Ja, genau. Und hier Armored Morning, also bewaffneter Morgen, sieht ja fast wie so ein Schwert, sieht er da raus. Ne? Und ja. Hat so oben auf dem Kopf, so wie so eine Krone. Oder was das, hat so. Auch, das hat auch irgendwie eine Verbindung zu dem Sentinel-Bild. Also ja. Das dann durchaus irgendwie eine andere Form. Naja. Und hier ist der Axiom, ja, das ist das Axiom sozusagen. Das ist eine Frau in der Mitte, ne? Und die wird von zwei Männern. Es könnte eine Frau sein, das könnte auch. Ich meine, es ist natürlich, du als Kunsthistoriker siehst natürlich die Jesus-Analogie und Kreuzabnahme hoffentlich. Auch genau, zwei Engel, der Christus zwischen zwei Engeln sitzt, nach der Kreuzabnahme und eigentlich schon tot ist und vor dem Grab sozusagen. Also es spielt irgendwie so Geschichte, spielt da auch eine ziemliche Rolle, denke ich mal. Es geht ja bis Manet, das geht ganz weit, das geht über Jahrhunderte, ganz starkes Motiv. Gestützt von den zwei Engeln, die trauern. Ja. Und dann gibt es die Heroes and Graces. Das sind die Grazien, ja? Oder sind das die... Ja, das ist so eine Serie, die ich über Geschlecht und Gender irgendwie gemacht habe. Und das ist nicht unbedingt das beste Beispiel dafür, aber da gibt es auch andere. Die gehen auch weiter zurück, glaube ich. Die habe ich schon... Ja. Die sind schon 16 oder so, 2016. Da gibt es bereits, 2016 gibt es bereits Bilder darüber. Mhm. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe an Dingen. Vielleicht kann ich dir nochmal irgendein Päckchen machen, von dem du nicht so ganz aware bist, die nochmal dazu schicke. Da habe ich gar keinen Titel zu dem Bild, da weiß ich gar nicht. It's Daughters of Men. Daughters of Men. Ja. Es gibt zwei. Daughters of Men. Ja. Da gibt es auch ein zweites dazu. Mhm.
Das sind ja so quasi wie die Daughters, ja, so für die Sons of God oder sowas, so eine Art Pendant, oder? Genau, ja. Gibt es da so einen Zusammenhang? Mhm. Ja. Und dann ja. Black, White and Red. Ja, das ist auch eine Zeichnung, die irgendwie zu, die gehört zu At the Gates. Mhm. Das ist schwarz-weiß-rot, sondern ist irgendwo auch eine, das habe ich so genannt auch deswegen, weil es auch eine Reminiszenz auf, das ist die deutsche Reichskrieg, ne? Das ist die Schwarz-Weiß-Flagge, ja, genau. Und ja, so Schwarz-Weiß-Rot. Mhm. Das ist steht für jeden, der sieht, für Aggression, Imperialismus, ja. Nationalismus, schlimmster Sorte, ja. Ja. Das ist eine sehr starke Kombination, ja. Das ist hier natürlich entflammt, richtig. Ja. Da gibt es ja zwei oder drei, ja. Diese Zeichnungen, die du da jetzt zeigst, ich weiß nicht, die muss ich suchen. Ich weiß nicht, wo die sind. Das waren so kleine, ja. Kleine Skizzen, die sind auch nur so groß, höchstens, die ich irgendwie so in der Vorbereitung dieser Geschichte gemacht habe. Und die muss ich erstmal suchen. Also das wird nicht so einfach sein, die zu finden. Ja. Das ist eine ganze Reihe jetzt, so, ja. Die ich stark finde. Also, ja. Die ich sehr also, gut haben. Ja. Das eine hat hier einen Titel, das ist schon... Das ist eine größere. Das ist eine größere, die ist At the Gates, genau. Die habe ich, also die kann ich finden. Die sind, das ist einfach. Die anderen suchen. Aber ja. Ich meine, ja. Da weiß ich nicht, ob ich das noch habe oder ob das auch in der Station gelandet ist. Aber ja. Und dann gibt es hier diesen Midnight Ramble, das ist so eine Art mitternächtlicher Weg oder Marsch oder. Eine trunkene mitternächtliche Zusammenkunft, ja. Zusammenkommen. Aber Ramble heißt ja auch laufen, wandern oder irgendwie so eine Patrouillengang oder wie auch immer. Hm. Auf dem Weg nach Hause. Ja, und hier ist Snow Crash. Da habe ich nachgeguckt. Das ist ja auch so ein Science-Fiction-Roman von Neil Stephenson. Ja, genau. Es gibt ja eigentlich das Wort nur im Zusammenhang mit diesem Roman. Ne? Ja, und hat auch mit dem Roman den ich mit Begeisterung gelesen habe, schon vor 10 Jahren. Ah, ja. 92 ist der erschienen. Ja, ja, der ist ja früher, relativ früh erschienen und all die Dinge, die er da, über die er da redet, die sind auch alle, also die technologische Entwicklung ist genauso geworden. Ja, das sind schon. Die virtuelle Realität gibt es bereits auch und könnte man auch ganz anders noch weiterentwickeln. All diese technologischen Dinge sind bereits da. Und die gesellschaftlichen Dinge, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass zum Beispiel dieses Land, die USA auseinanderfallen. Und die einzigen Dinge, die noch stabil sind, sind dann eben Firmen wie Amazon oder wie... Naja, es ist alles privatisiert, ne? In dem Roman. Es gibt eigentlich nur noch den FBI, der sich aber um... Programmierung kümmert und sonst gibt es überhaupt keine staatliche Institution mehr. Ja. Snow Crash ist so eine Droge, ne? So wie so ein weißes Pulver oder so. Ja, die aber sowohl virtuell funktioniert als auch in der physischen Realität. Und das Interessante eben halt an dieser ganzen Sache finde ich natürlich auch eben, wie gesagt, es fällt einem nicht schwer, sich vorzustellen. Und diese Schritte sind bereits gemacht worden. Amazon hat jetzt ihre eigenen, die haben ihre eigene Gesundheitsversicherung. Die werden auch demnächst ihre eigenen Krankenhäuser haben. Das heißt, die werden ein Rundum-Paket für die Mitarbeiter bieten. Was quasi wie so. Was Henry Ford ja schon gemacht hat in 20er Jahren. Ja, er war komplett autark. Es war ein Staat im Staat. Aber natürlich weitreichender. Heute wesentlich weitreichender. Und das Interessante ist eben halt, dass Jeff Bezos sehr gut mit Neil Stephenson befreundet ist. Und Neil Stephenson eben halt Neil Stephenson in seinem Blue Origin, die Weltraumfirma, da war Neil Stephenson als Berater tätig für ihn. Und das heißt, die kennen sich gut. Befreundet weiß ich nicht, aber die kennen sich sehr gut. Und wenn ich sehe, wie Bezos sein Amazon-Ding ausbaut, das war ja nichts anderes als ein Mail-Order-Katalog. Das war nichts anderes als das angefangen hat, was
Katalog. Und dann auf einmal, und heute ist Amazon ein Konglomerat, was kaum noch durchsichtig, also undurchsichtig ist, zu dem ein Weltraum-Wing gehört, zu dem was weiß ich alles gehört. Nee. Und so gesehen ist diese Vorstellung, dass wenn wir jetzt die, zum Beispiel die Polizei auch noch entmachten, defund the police, all diese Dinge passieren, dann fallen natürlich diese ganzen Ordnungs... Genau, dann gibt es private Polizeieinheiten. Man lebt da, das ist ja häufig schon. Genau, man lebt da, wo man sicher ist. Und wenn das in einem Amazon-Camp ist, dann warum nicht? Also, wo ist aber sehr, sehr nah an der Realität. An 30 Jahre vor, das ist schon irgendwie eine Leistung. Ja. Und hier sind die jetzt dargestellt, so quasi schon gebrochen oder in sich versackt oder in einer Weise mit der Realität verwoben. Also man kann sie kaum noch unterscheiden als Person. Also als, die sind eigentlich, so wie in dem Roman beschrieben, diese die menschlichen Leichen ja so am Straßenrand liegen, ja, wie so Abfall. Ja. Ne? Die spielen jedenfalls keine Rolle mehr. Und das ist auch, so eine, auch eine dieser Fiktionen, was ich auch durchaus sehen kann. Also was man jetzt Leute, dass man Leute einfach stilllegt, ne? Weil im Grunde genommen, wir sind eh zu viel und die werden einfach stillgelegt oder legen sich selber still natürlich, weil sie auch selber die Entscheidung haben. Ja, so wie man die Leute beruhigt, ja, oder sie eben genau einfach still sind mit Fernsehserien, mit allem möglichen. Ja, mit Drogen. Fernsehserie oder eben halt demnächst mit virtueller Realität. Also wenn ich mit aufsetzen kann und in La La Land leben kann und dann vielleicht noch mit Sensoren am Körper, sodass ich das Ganze auch erleben kann, während ich auf der Couch liege und meine weiß ich nicht, die billiges Food irgendwie zu mir nehme, billiges Fast Food. Dann brauche ich die ganzen virtuellen Spiele jetzt. Also, ganz neu. Ja, brauchst du nur noch einen kleinen Raum, eine schnelle Internetverbindung und dann soll billiges Zeug zum Essen und das ist alles mit $500 im Monat zu machen oder 600 für einen Schuhkarton, in dem du lebst und das kann alles andere spielt sich nur noch im Kopf ab. Das heißt, die sind quasi abgeschnitten. Und in gewisser Hinsicht passiert das natürlich alles schon, eben halt nur nicht in dieser ganz immersive Technology, aber eben in gewisser Hinsicht, wenn du so Trailerparks anguckst, das ist ja nichts anderes. Ja, Wahnsinn, ja, habe ich auch gesehen. Auch hier gibt es ja auch, überall. Unglaublich, die hocken da irgendwo am Fernsehen und sitzen da. Ja. Das ist die ganze Realität, mehr brauchen die nicht mehr. Ja. Schon, das ist ein echtes Ding, ja. Gibt es denn noch mehr zu Snow Crash oder kann man sagen, die hier dazu? Ja. Nee, das gehört nicht. Das nicht, ja. Da habe ich auch keinen Titel, also da kann ich sowieso nichts sagen dazu, das sind alle ohne Titel hier. Ich schicke dir die ganzen Ordner, da kannst du nochmal richtig, da sind auch die Titel dabei. Ja. Durchgehen. Die sind in dem, die sind alle da drin. Und genau. Dann schicke ich dir diese Ordner. Einmal die At the Gates, sowohl die Zeichnung als auch die Paintings, die Malerei. Und dann gucke ich nochmal, was ich finden kann aus den Dingen, die da zusammenhängen mit The Gathering, ob ich die auch finden kann. Und dann hast du ein bisschen mehr Auswahl. Snow Crash, da gibt es eine ganze Reihe. Das würde mich interessieren. Den Roman werde ich mir jetzt gleich bestellen. Das hat mich sehr fasziniert. Es gibt ja eine ganze Reihe von dem Osner auch, aber der ist also besonders interessant, finde ich. Aber das ist ja auch interessant bei dir, dass du in Serien arbeitest. Ne? Dass es gibt immer so, es gibt also weniger Einzelbilder, die für sich stehen, sondern immer solche Sequenzen. So. Ja. Thematische Art, sei es angefangen von den Sky Pieces und den Landschafts sogar, aber dann werden die immer dichter auf komplexe gesellschaftliche Analysen, wenn man so will, die sozusagen
in der Malerei hinter die Kulisse schauen, hinter die Oberflächen schauen, hinter diese virtuellen... Ja, vielleicht auch die... Genau. Ich hätte, würde mich nie so definieren, aber das ist ja vielleicht auch der ganze Sinn der Übung als Maler oder als bildender Künstler irgendwie zu beobachten. Das kann ja nur so sein, die Power oder die kann ja nur in der Beobachtung entstehen und durch die Beobachtung und darüber, dass man eben halt nicht mitten im Geschehen ist, sondern darüber, dass man eben das Geschehen sieht. Und das ist ja wichtig, ja. Ich glaube auch, dass ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, New York zu verlassen, weil es eben halt auch wirklich manchmal unaushaltbar ist und wir doch schon einiges hier erlebt haben, also von Hurricanes bis 9/11 und jetzt ist hier diese Pandemie und Lockdown. Ja. Und eindrucksvoll geschildert in deinen Briefen, was das war. Also das hat uns sehr jedenfalls aber ich weiß aber doch auch gleichzeitig, dass ich nicht in der Lage wäre, ich könnte das nicht mehr beobachten, könnte es nicht mehr sehen. Ja. Und so glaube ich irgendwie die alleine die Nähe zu diesem riesen Menge von Menschen irgendwie erlaubt einem doch eine andere Art und Weise der Beobachtung, die eigentlich so gar nicht möglich ist. Medien eigentlich weniger möglich ist oder jedenfalls nur vermittelt irgendwie möglich ist. Ja. Wobei vielleicht in den letzten 10 Jahren oder letzten 5 Jahren das immer mehr und mehr geworden ist, sodass Medien eben halt auch einen riesen Teil von Realität quasi für einen selbst einnehmen, ob man es will oder nicht. Mhm. Die Tatsache aller Zeitungslesen, was gar keine Zeitung mehr ist, sondern was alles auf dem Bildschirm stattfindet, das schon ist im Grunde genommen ein großer Teil der Realität geworden. Das kann man sich aber ich glaube, irgendwie hängt es doch, ist es wichtig für mich, in so einer Stadt zu sein. Das leuchtet mir völlig ein. Du bist ja praktisch wie so im Auge des Hurricanes. Du bist da mittendrin. Du nimmst das auf, physisch, psychisch, in dir auf und es kommt dann in der Distanz sozusagen im Atelier dann wird es eingeschrieben, ja, in diese Wände, in diese Leinwände. Und das ist natürlich eine ganz andere Intensität, auf die man sich erstmal einlassen muss, ja, die ja nicht einfach, die springt einem schon an, aber sie ist erstmal ganz fremd und anders als eben eine Fotoreportage oder Fotos, die ja auch viel aussagen, aber es geht eben wirklich unter die Haut, ja, buchstäblich, ja. Und das ist das Einschreiben, das du ja nur machen kannst mit der Malerei, kannst du ja sozusagen die Form ist es ja, die dann sozusagen das zur Sprache bringen kann. Nur nicht die Form, das ist nicht der Inhalt, den man abmalt und irgendwie so wie man halt nach einem Foto malt oder so, was Gerhard Richter macht oder so, sondern das ist wirklich etwas unter die Haut geht. Das ist ein guter, Punkt. Ist ja nicht auch der Farbe. Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es muss schon, wer hat mir das gesagt, der Schmalenbach hat mir das mal gesagt, dass es irgendwie, dass das immer auch gefühlt mache. Dass es in irgendeiner Weise eine geistige Realität darstellt, aber dass es eben halt gefühlt ist. Mit gefühlt, genau. Ja, dass man eben darüber eben halt einsteigen kann in die Arbeiten selber. Und das ist, ja klar, warum fühlt sich so ein Richter so leer an? Ja, weil er eben halt abgemalt ist und weil das alles kalkuliert ist und alles. Ja. Und weil man den Schwarz nicht sieht, ja, also. Das Gefühl eben, was dahinter steckt, ja, das Erschrecken oder den Schmerz oder was auch immer, sind ja Dinge, die man eigentlich nicht darstellen kann, ja. Die sind ganz ja genau. Und das, aber ich glaube, nur das kann Malerei und das leistet deine Malerei. Also das ist eben das Besondere. Diese Sprache dessen, was man nicht sehen kann. Ja, man sieht natürlich ein schmerzverzerrtes Gesicht vielleicht, aber das kann die Fotografie so nicht wiedergeben. Ja. Ja, das habe ich auch immer so gefühlt. Und ich glaube auch deswegen bin ich auch bei der ganzen Geschichte geblieben
und habe nicht irgendwie vor 20 Jahren aufgehört damit. Ja. Ja. Was einem auch hin und wieder immer mal einfällt, dass man sich so sagt, warum mache ich das eigentlich? Und sich fragt, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir diesen ganzen Wahnsinn an? Ja. Geht ja aber, dann den ganzen Körper, das Psyche und Physis wird ja da gefordert. Ne? Das ist ja, das ja, geht in die Hände hinein und in den Körper. Interessant ist auch eines, dass ich früher irgendwie, ich habe dieses, ich meine, das ist wahrscheinlich das Lebensalter, ist wahrscheinlich die Zeit, die man damit verbringt. Aber ich habe mich früher immer nur dann als Maler gefühlt, wenn ich einen Pinsel in der Hand hatte oder wenn ich als Künstler, was auch immer, wie auch immer das bezeichnen will, wenn ich einen Pinsel in der Hand hatte oder wenn ich einen Stift in der Hand hatte. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also ich fühle, ich bin auf eine ganz andere Weise, habe ein ganz anderes Selbstverständnis mittlerweile für mich selbst. Und das hört auch nicht auf. Wenn ich nicht male, dann hört das auch nicht auf. Das ist schon eine interessante Feststellung. Du kannst es gar nicht mehr trennen. Ne? Du bist immer Maler, weil du immer was aufnimmst und weil du immer das schon mal in dich aufnimmst. Ja. Das ist so eine automatisierte Sache geworden. Das ist wirklich wahr. Jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Du hattest gesagt, du hättest gerne einen kurzen Text über die Sons of God. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das wäre schön, wenn du da mal... Ja, jetzt, ich fühle mich jetzt wirklich befugt, überhaupt zu schreiben. Du musst einfach verstehen, ich nehme das so ernst und das ist mir so wichtig, dass ich nicht einfach so mich da hinsetze und irgendeinen Text schreibe, weil das war für mich jetzt wirklich die Grundlage, was ich eigentlich immer tue, also so ein Gespräch. Und insofern war ich überhaupt nicht in der Lage. Also natürlich kann man alles Mögliche assoziieren und so, aber die Basis ist gerade bei dir und bei deiner Malerei schon sehr wichtig, jetzt auch ja, authentischer zu erfahren, was die Motivation ist und was dahinter steht und da nicht irgendwo in die Irre zu gehen. Also jetzt fühle ich mich da auch, bin ja jetzt weg im August, da habe ich Ruhe, da sind wir wieder in Frankreich und im freiwilligen Lockdown sozusagen, völlig abgeschieden, da gibt es nur noch Kühe um uns herum und sonst ist da eigentlich fast nichts los. Frankreich wird auch immer provinzieller. Die Läden machen zu, die Metzgereien machen zu. Also es wird einsam dort, noch einsamer, als es sowieso schon immer war. Wie auch immer. Also ich könnte es im August jetzt machen und würde dann einfach sagen, ja, also es gibt einen Text zu diesem Sons of God. Das ist so, wie lange soll der sein? Also was war, ich weiß nicht, für welchen Zweck der gedacht ist. Das würde ich dir völlig überlassen. Ich möchte gerne, ich habe mit der Elisabeth Berkowitz hier gesprochen, dass sie irgendwas schreibt über The Gates, weil ich möchte einfach, dass das Ganze mal kritisch irgendwie bearbeitet wird, weil ich bin hier, wenn ich mit dir rede, dann fallen mir all diese Dinge wieder ein und ich sehe die Realität dieser ganzen Geschichte, aber dann ist diese, die Dinge sind alle verstreut, oder natürlich nur gewisse Hinsicht verstreut, weil die Mehrheit nicht 100 Bilder in Pulheim sind. Ja. Aber es gibt einfach niemanden, der darüber mal wirklich eine dezidierte, wie soll man sagen, einen Text darüber geschrieben hat, der diese ganzen Dinge mal mit auflegt, sodass es auch begriffen werden. Die meisten Leute sehen einfach nur Bilder. Die können nicht tief gehen. Die brauchen einen Text. Und so gesehen wäre mir das wäre mir sehr, das würde ich sehr begrüßen. Das würde natürlich katalogmäßig, wenn es dann mal wieder mal einen Katalog geben sollte, dann würde das natürlich mit dem Auftauchen völlig klar. Aber ich brauche diese Texte auch einfach, um die mal Leuten zu zeigen, zu begreifen, damit Leute begreifen, worum es mir geht, weil ich selber kann das auf diese Weise gar nicht sagen. Erstens finde ich es problematisch, meine eigenen Bilder zu erklären. Und das Zweite ist, dass ich sie auch selber so gar nicht erklären kann. Wie wir in diesem Gespräch auch irgendwie deutlich festgestellt haben, wo mir dann diese Dinge gesagt werden und ich mich erinnere an Dinge in meinem Leben, die in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Also so gesehen ist das auch für mich persönlich wichtig. So einen Text zu haben.
oder Leute mit Kapazität irgendwie über diese Dinge nachdenken und darüber schreiben. Das wäre schon schön. Ist mir völlig egal, wie lang. Also wenn du einen Roman drüber schreiben möchtest, kannst du das gerne tun. Wenn du eine Kurzgeschichte schreiben willst, geht das auch. Aber das sind jetzt nur die drei Bilder, ne? Diese Sons of God, oder? Das sind nur drei Bilder, ja. Und das andere wäre ja dann ein Text, den Rachel dann brauchen würde, ja, um sozusagen jetzt ja. auch Station. Ja, der kann etwas umfassender sein. Der kann also schon so einen Überblick mit Schwerpunkt natürlich auf die letzten Jahre. Ja. Aber mit Gatherings und eben auch At the Gates und so weiter. Ja. Und anfängt. Solange du willst. Es ist völlig keine direkte Visualisation. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir rausgehen können. Sie braucht irgendwas, mit dem sie rausgehen kann, um die Aufgaben zu hier in Amerika auch irgendwie machen zu können. Also muss es schon so ein Papier sein, was irgendwie die Wichtigkeit, was weiß ich, irgendwie glaube ich. Ich habe mich jetzt wieder eingeschaltet. Genau, ja, dein Stichwort, ist ja auch dein Name gefallen. Und zwar, also ich glaube, wenn wir die Entwicklung hier von Corona hier sehen, und ich weiß das auch von Kollegen, es ist wahnsinnig schwierig hier die nächsten, auf jeden Fall das nächste Jahr, aber hier Ausstellungspläne zu machen, ist im Moment extrem schwierig. Mhm. Und ich hatte den Text eigentlich gedacht als zusammen mit den Bildern eben als Ausstellungskonzept an heranzutreten. Zum Beispiel, eine Präsentation, ja. Genau, zum Beispiel in Richmond an das Museum, an den Chef von der Sarah Eckhart, der auch sehr interessiert ist an Davids Arbeiten. Wie heißt denn der noch? Kommt mir gleich. Jedenfalls, das sind so Ideen, wo ich gerne mal einen Kontakt knüpfen würde, wo ich dann irgendwie was brauche zum Vorlegen. Und du brauchst das ja sicherlich auch für dich selber, ne? Wenn du mit den Ideen hier sprichst. Also es gibt jetzt eine Möglichkeit, über Rudolf Herz mal den Direktor vom Stuck, von der Villa Stuck persönlich kennenzulernen. Der arbeitet mit dem sehr eng. Da könnte ich jetzt helfen in Bezug auf die andere Ausstellung natürlich, auf unser, und dann vielleicht eben auch dahingehend. Also ich kenne den eben nicht, man braucht immer so eine Brücke. Also ich hätte auch jetzt hier zum Volkmann keinen Kontakt aufgenommen, wenn mir nicht der Stöcker da geholfen hätte, weil die kennen sich und der sagte, oh Mensch, der hat so schnell reagiert, der will das in die nächste Programmdiskussion nehmen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, meinte er. Und der kennt den ja, das ist ein Kollegen halt. Also man braucht einfach sowas. Ich kann nicht anonym an den Direktor schreiben. Nee, das ich habe die Funktion nicht, ich habe den Status nicht. Ich bin freischaffend und wenn der mich nicht kennt, hat es überhaupt keinen Sinn. Dann legt er das sofort beiseite. Das hat er nicht gemacht, er hat sogar ausdrücklich die Präsentation eingefordert, das soll sie ihm schicken. Und jetzt wird man mal absehen, was da in der Programmdiskussion passiert. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Weil dann würde der Stöcker wieder aktiv werden. Und dann, ich habe ja da eine Ausstellung jetzt im November und zwei Ausstellungen jetzt im Herbst. Deswegen bin ich auch so unter Zeitdruck jetzt gewesen. Und da kann ich dann weiter daran arbeiten, dass man in irgendeiner Form mit dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte und dem Museum am Ostwall, wo im Moment leider nur ein kommissarischer Direktor ist, also wo niemand da richtig verantwortlich ist, die haben jetzt eine riesen Dauerausstellung dort, die ist für über ein Jahr da geplant. Also es ist sowieso der Raum blockiert, aber wir werden eine Lösung finden, ja. Und da brauche ich, also ich habe einen sehr guten Draht jetzt zu diesem Jens Stöcker und zu dem Herrn Christian Walder. Wir arbeiten sehr gut zusammen, auch gegen die Stiftung, die da immer so verrückte Ideen hat, halten wir sozusagen jetzt zusammen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass in irgendeiner Form da was passieren kann. Und dann wäre eben die zweite Station eventuell München oder Wiesbaden oder so, wo ich vielleicht mal vorfühlen könnte in München, wenn das jetzt klappt. Ich warte einfach, das ist schon mehrere Wochen verschoben, der Besuch von Rudolf Herz. Aber wenn er dann hier ist, dann werde ich ihn daraufhin ansprechen. Er hat mir das sogar angeboten, dann Kontakt herzustellen, was ja auch für Zubas dann wichtig wäre. Ja. Also da wäre ich dir sehr dankbar für. Also ich hatte
Ich hatte ihn, der hat mich, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, der hat mich, Michael Burs heißt der. Burs, genau, ja. Mhm. Ich, ja, sowohl, da war ich schon zweimal, der war ganz begeistert von der Zubas-Geschichte. Ich glaube, mhm. er ist sehr interessiert an internationalen Kooperationen. Ja. Und war, wie gesagt, sehr, sehr interessiert. Und es kam auch gar nicht die Frage, oh, das hört sich aber sehr teuer an oder so. Überhaupt nicht. Mhm. Ich wollte das gleich aufnehmen, fest in seinem Programm. Und ja. beim zweiten Mal habe ich ihm eben Davids Arbeiten vorgestellt, also auch mit den At the Gates, mit den ersten Papierarbeiten. Ich glaube, Bilder gab es da noch nicht. Ja. Genau, das letzte Mal hatte ich ihn gesehen, als wir mit Gründig in München waren. Mhm. Und das heißt, er ist, also hat bei mir nie auf E-Mails reagiert. Und auch eigentlich erst dann, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt in München, wann können wir uns sehen? Also wurde mir gesagt, das ist so, ja. Also mir wurde auch gesagt aus der jüdischen Gemeinde, haben gesagt, ja, der ist wahnsinnig nett, aber ein bisschen flaky, also ein bisschen schwer festzunageln. Also das heißt, ich weiß nicht, inwieweit dass wirklich Zusagen waren, die ich da bekommen habe, oder das hörte sich sehr ernst an, aber es ist ja nichts Schriftliches noch nicht. Und insofern, da bin ich aber bereit, gerne das zu tun. Also da können wir jederzeit. Aber er hat sich Davids Arbeiten, glaube ich, mochte auch die Idee eines amerikanischen zeitgenössischen Künstlers. Das ist eigentlich sein Programm. Also er hat den Stuckteil, dass er immer Stuck zeigen muss, weil die Leute das eben erwarten. Ja. Und das andere Bein ist eben zeitgenössische Kunst, die er zeigt. Auch sehr teilweise sehr, sehr aufregend und sehr anders. Und das erwartet das Publikum, wenn es zu ihm hinkommt. Er hatte erst mit Zubas die Bedenken, dass das ja kein lebender Künstler ist und dass das ein bisschen rausfällt. Aber ihm gefiel die Idee so gut, dass er sagte, Mensch, da kann man ja doch mal auch eine Ausnahme machen. Und das heißt, Davids Arbeiten sind eigentlich mehr das, was das Publikum auch erwartet von seinem Haus. Und die Räumlichkeiten sind eben, wenn man diese, ich weiß nicht, ob du da mal drin warst oder ob dich daran erinnern kannst, dass du mal drin warst. Also da gibt es diese historischen Räume, der Stuckvilla, und dann darüber hinaus sind eben sehr schön ausgebaut worden die anderen Räume, die nicht historisch sind. Das heißt, dass man wirklich großzügig auch große Bilder wirklich großzügig hängen kann. Also die Räumlichkeiten sind auch also schön clean. Es sind Räume, also es ist nicht irgendwie so ein modernes Museum, wo man alle Wände wegräumen kann, aber also es sind schon festgelegte Räume, aber es ist alles schön weiß und clean und wirklich gut geeignet. Und das heißt, es gibt kleine Räume, die man so als Grafikkabinett benutzen könnte, es gibt große repräsentative Räume, also wirklich sehr gut geeignet und sehr, also mir hat das Haus sehr gut gefallen. Und natürlich ist es München, und München ist, was zeitgenössische Künste angeht, ja, auch ein bisschen sehr interessiert. Aber damals, als ich da hingegangen bin, war das mit dem Haus der Kunst noch sehr unsicher, was da so passieren würde. Insofern, ich weiß nicht, wie das jetzt geklärt ist, aber der ist auf jeden Fall vorbereitet. Also der ist vorbereitet und hat auch erstes Material schon bekommen, und wenn, also da solltest du auf offene Ohren. Wahrscheinlich wird es erst im Herbst sein, so im Oktober, aber ich werde mal sehen, wie weit, also er würde mir, der ist sehr nett, ist ein Künstler, der hat gesagt, ja, ich mache dir da, ich führe dich da bei dem ein und so, und dann hat man natürlich einen ganz anderen Status. Ja, klar. Ich wollte noch mal sagen, irgendwie was Rachel gerade sagte, das sei keine Zeit zum Planen. Ich glaube aber, was sehr wichtig ist, was man auch im Kopf behalten sollte, diese Zeit ist eine Zeit, um Kontakte zu machen, Kontakte auszubauen, weil nämlich alle vor ihrem Screen sitzen und weil das jetzt eine normale ist, auf Dinge auch sogar zu reagieren. Also Leute, die sonst nie meine E-Mails aufgemacht haben, machen auf einmal auf.
Ja, das ist auch eine Erfahrung. Ja, und so gesehen sollte wahrscheinlich schon, und wäre das auch gut, wenn man eben halt, wie gesagt, so einen Text hätte, da kann man schon irgendwie aggressiv mit rausgehen und was tun. Vorfühlen, ja, ja. Also ich habe mir jetzt in meinen eigenen Aschergeschichten habe ich mir irgendwie vorgenommen, August ist Urlaubsmonat, aber ab September gehe ich an die Institution wieder zurück. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil hier vorher wir haben versucht, irgendwie im Herbst jemanden anzusprechen und im Frühjahr jemanden anzusprechen. Und da waren alle so überwältigt von den ganzen Ausstellungen, die sie absagen mussten. Und ja, die waren alle ein einziges Chaos von Planungen. Also bei mir auch, da ging eine Ausstellung für nächstes Jahr verschoben, da wurde sie wieder vorgelegt. Eine andere Ausstellung wurde im Herbst verlegt. Deshalb plötzlich habe ich zwei Ausstellungen hintereinander im Oktober, November. Ja. Also völlig verrückt, sowas hätte ich nie geplant sonst von freiwillig. Und deswegen bin ich jetzt so froh, dass ich im August jetzt hier bis dahin hoffentlich wirklich alles auf den Weg gebracht habe. Bin nächste Woche zwei Tage unterwegs deswegen. Und dann wirklich Ruhe finde, wieder zum Schreiben, ja, und zum Lesen. Und es war wirklich total chaotisch die letzten Wochen. Und ich habe nur noch das abgearbeitet, was also gemacht werden musste, einfach, ja, an Texten und an Planungen und an Leihgaben und sonst was eben alles organisatorisch halt auch immer dahinter steckt. Also das ist jetzt, deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir heute das Gespräch hatten und dass ich jetzt damit da mal in meinen Rückzugsort kommen und wir dann da einfach Ruhe finden. Das ist dann wieder die Situation, fast wie sie im März, April war, aber da war alles noch so aufregend mit den anderen Dingen, die da, ja, mit den Verschiebungen und sonst was, war also auch nicht so eine innere Ruhe da. Ja, klar. Ich wollte noch mal fragen, mit dem Heinz-Gerd Bastion, man kann das schon erwähnen, dass da ein Großteil der Arbeiten hier in Deutschland sind, in Pullheim. Das ist für mich ein Vorteil für die Museen, wegen der Kosten auch. Ja, kann man erwähnen, auf jeden Fall sagen, ja. Aber den Kontakt zu dem würde ich nicht machen. Den würde ich erst dann machen, wenn es... Klar. Mein lieber Freund Batzjong ist halt jemand, der gerne Dinge irgendwie kaputt redet. Ja. Das muss da würde ich sowieso nichts machen. Das ist ja eure Sache, das ist ja ganz klar. Nur, dass man halt sagen kann, es sind wichtige Bilder hier in Deutschland. Und ja, jede Menge. Das ist so eine Planung. Ja. Ich denke, sie müssen alles jetzt über den Atlantik, was ja auch teurer geworden ist natürlich jetzt. Ne? Es ist noch nicht mal möglich im Augenblick. Aber ja, im Moment geht gar nichts. Ja, ja. Wird wieder möglich werden, hoffe ich. Also hoffe ich schon, dass das möglich ist. Und wir haben auch Kostenvoranschläge bekommen für die Ausstellung in Höxter. Also hoffe ich schon, das muss nämlich in den nächsten 2 Wochen verschickt werden. Ja. Ist schon ein bisschen aufregend, das Ganze. Die sind gerade erst letzte Woche zurückgekommen aus Richmond. Die konnten die nicht vorher transportieren. Also das ist jetzt zurück nach Höxter, ja. Also das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Ich wollte auch noch mal sagen, ihr könnt natürlich auch jederzeit noch mal sprechen. Das ist ja keine das ist ja ganz einfach. Jetzt weiß ich, wie einfach das ist, ja. Kompliziert. Ja. Und das ist ja dann doch auch irgendwie so ein Gespräch, das habe ich ja auch irgendwie so mitgekriegt jetzt. Das bringt jede Menge Sachen dann auch hoch auf eine andere Weise, wie David auch gesagt hat. Also und gerade bei Davids Arbeiten habe ich immer das Gefühl gehabt, die haben so tiefe, vielschichtige Bedeutung, die eigentlich nie jemand wirklich so kommuniziert hat. Ich weiß nicht, verstanden will ich mich nicht, ich will kein Urteil machen, aber und das ist irgendwie durch das Gespräch ergibt sich da doch irgendwie oder hat man da eine ganz andere Möglichkeit, sich anzunähern, finde ich. Ja, und das Gute ist, dass es eben halt aufgezeichnet ist. Das ist das Wunderbare. Ja, toll. Nee, also ich bin ja so ein bisschen
Medienphobie oder wie sagt man, so eine gewisse Medienphobie, aber jetzt merke ich eigentlich, wie einfach das ist und wie wunderbar, als würden wir zusammensitzen, ja. Also da gibt es überhaupt keine Schranke und für mich ist das jetzt so eine Initialzündung, dieses Gespräch, weil ich habe bisher nur eine Telefonkonferenz, ja, Telefonkonferenzen und einmal so eine Video. Und da war einer nicht am Mikrofon, da ging es da nicht. Also das war irgendwie keine schöne Erfahrung. Aber jetzt sehe ich ja, wie easygoing das ist. Und ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ich glaube nicht für David, aber für mich ehrlich gesagt, die ich doch recht viel normalerweise draußen bin und viele Gespräche führe und so. Ich mache das häufig so, dass ich Gespräche über Zoom mache, einfach weil ich andere Menschen auch sehen möchte. Also so Telefon mache ich eigentlich sehr viel weniger, weil ich einfach mein Gegenüber sehen möchte. Ja, man kann jetzt die Bilder dazu zeigen. Also das ist ja, als würde man zusammensitzen und hätte den Computer hier und könnte also umschauen. Ja. Das ist so toll, ja. Ganz genau. Also wenn ihr euch nochmal unterhalten wollt, ich mache da gerne den Setup und wir können auch gerne, Eckhard. Ja, du wolltest ja mit mir nochmal über die Ascher-Gesellschaft sprechen. Genau. Wollen wir das am Donnerstag für dich abends machen, so am frühen Abend oder so? Geht das jetzt am 23. Ja. Ja, das ginge. Ich habe vormittags einen Termin, aber danach habe ich Zeit, ja. Also Abend, ja. Sogar 7 oder 8 Uhr für dich? Geht auch, ja. Und 7 Uhr? 7 Uhr, okay. Ja, okay. Okay. Ja. Okay. Da geht es dann um Ascher, genau. Ja. Gut, können wir machen, ja. Genau, schön, dann machen wir das. Und ich schicke euch beiden die Aufnahme von eurem Gespräch. Ja. Ja, freue mich, dass ich freue mich auf die Ausstellung, wirklich ganz, und ich freue mich natürlich auch auf deinen Text, Eckhard. Das ist ganz spannend, finde ich. Ganz tolle Geschichte. Okay, ja, vielen Dank, dass wir mit dir geredet haben. War schön. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, ich freue mich auch auf den Text. Ja, nicht sofort, also ich im August dann, wenn ich abgearbeitet habe und dann in Frankreich bin. Und, das habe ich schon verstanden, ja. Und auch die Ausstellung auch, na klar. Gut. Okay. Vielen Dank. Okay, dann mach's ganz gut, bis ganz bald. Liebe Grüße auch an Inge nochmal. Danke, ja. Danke. Und, ja, bis bald, bis Donnerstag. Cool. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. 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 Thank you.